Herzlich willkommen zur Veranstaltung Anwendung künstlicher Intelligenz an Sage- und MINT-Hochschulen. Mit Sage-Hochschulen meinen wir Hochschulen mit den Schwerpunkten soziale Arbeit, Gesundheit und Erziehung und Bildung. Und MINT-Hochschulen sind Hochschulen mit den Schwerpunkten Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften. Mein Name ist Martina Mauch. Ich bin die Referentin zur Digitalisierung in der Lehre an der Berliner Hochschule für Technik und leite dort das Kompetenzzentrum Digitale Lehre. Aus technischen Gründen wird diese Veranstaltung heute online durchgeführt und nicht im Hybridformat. Diese Veranstaltung findet im Rahmen eines bundesweiten Projektes Konzertierte Weiterbildung zu künstlicher Intelligenz in der Hochschullehre des Netzwerks Landeseinrichtung für digitale Hochschullehre statt und wird gefördert von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre. Die Veranstaltung wurde koordiniert von der Berliner Hochschule für Technik, der Katholischen Hochschule für Sozialwesen Berlin und der Evangelischen Hochschule Berlin. Heute soll es darum gehen, wie KI, also künstliche Intelligenz, in der Lehre unterstützen kann. Hochschulen für angewandte Wissenschaften sind anwendungsbezogen und decken eine Vielfalt an Berufsfeldern ab. Die KI kann die Hochschullehre und die Hochschule insgesamt unterstützen, beeinflusst aber auch die Praxisausbildung sowie das zukünftige berufliche Handeln. In der heutigen Veranstaltung werden vier Lehrende von Berliner Hochschulen ihre Einsatzszenarien vorstellen und einen Blick in die Zukunft wagen. Ich übergebe jetzt an die Moderatorin Rike. Genau, vielen Dank, Martina. Guten Morgen und herzlich willkommen auch von mir. Mein Name ist Rike Braden. Ich bin Projektkoordinatorin des Projektes ZOLK an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen Berlin. Und ich freue mich sehr, dass wir diese Veranstaltung heute gemeinsam durchführen, auch wenn es jetzt etwas anders stattfindet als gedacht. Und sage jetzt noch kurz was zum Ablauf. Also jeder Beitrag wird so etwa 20 Minuten gehen und im Anschluss wird es die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Die Aufzeichnung wird jeweils nur für die Vortragsteile laufen und wird dann abgestellt für die Fragerunden beziehungsweise auch später für eine mögliche Diskussion. Das sagen wir auch immer an. Und die Aufzeichnung soll später bei YouTube hochgeladen werden zur Dokumentation. Es beginnt gleich Herr Schöneberg. Danach haben wir den Beitrag von Frau Meinhard-Inyatz. Dann haben wir eine kurze Pause. Ist ja auch immer wichtig. Und nach der Pause geht es weiter mit Frau Mangler und Herrn Wersig. Die Folien der Vorträge werden Ihnen hinterher auch zur Verfügung gestellt. Das heißt, die meisten von Ihnen, denke ich mal, haben sich angemeldet und dann werde ich die per E-Mail an die E-Mail-Adresse, mit der Sie sich angemeldet haben, schicken. Falls Sie sich nicht angemeldet haben, sondern über den Direktlink gekommen sind, vielleicht auch, weil Sie sich mit einer BHT-Adresse angemeldet hatten, die derzeit nicht funktioniert, können Sie sich auch gerne noch ein paar Tage auf diesem Formular, auf diesem Anmeldeformular weiterhin anmelden mit Ihrer E-Mail-Adresse, damit ich Ihnen das zuschicken kann. Das wird also noch ein bisschen geöffnet sein. Genauso ist es mit einer Teilnahmebestätigung. Wenn Sie eine wünschen, geben Sie uns gerne Bescheid und dann können wir Ihnen eine zuschicken. Und ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, aber aus meiner Sicht können wir dann loslegen. Und ich gebe wieder zurück an Martina. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann legen wir mal los. Ich möchte zunächst mitteilen, dass wir auf den Beitrag von Ilona Buchem, Professorin für Kommunikations- und Medienwissenschaften der Berliner Hochschule für Technik, verzichten müssen. Da ging es um den Einsatz von Robotern, die sie uns tatsächlich in Präsenz auch präsentiert hätte. Dies ist aufgrund des Online-Formats nicht möglich. Wir werden sehen, ob wir dies in einem anderen Format nachholen können. Ein Beitrag von Professor Dr. Klaus-Peter Schöneberg. Er ist Professor für Wirtschaftsinformatik an der Berliner Hochschule für Technik und dort mit dem Forschungsschwerpunkt Business Analytics beschäftigt. Er ist auch Prodekan des Fachbereichs Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaften und bringt vielfältige Erfahrung mit dem Einsatz von KI in der Lehre mit.
Er hat tatsächlich die letzten 1,5 Jahre mit Studierenden einiges in seinen Lehrveranstaltungen erprobt. Und wir sind tatsächlich jetzt sehr gespannt auf seinen Beitrag. Und ich übergebe an Klaus-Peter Schöneberg. Ja, herzlichen Dank, Martina Mauch. Dann starte ich auch direkt. Ich möchte Ihnen heute einmal Ergebnisse der letzten Semester präsentieren zum Thema Einsatz von GKI in der Lehre. Dafür habe ich zwei Beispiele mitgebracht. Und das erste Beispiel ist aus einem Kurs mit Studierenden aus dem aktuellen, jetzt abgeschlossenen Semester. Und da reden wir von Bachelorstudierenden des fünften Semesters im Bereich Wirtschaftswissenschaften. Das N war 40, also 40 Studierende. Und eine Teilleistung war eben, einen wissenschaftlichen Journalartikel in Gruppenarbeit zu schreiben. Was war meine Erwartungshaltung? Erwartungshaltung war natürlich, GKI wird eingesetzt. Und des Weiteren, dass die Eigenleistung, da komme ich gleich darauf, warum, ist die Eigenleistung aber besser und nachvollziehbarer und differenzierbarer sein würde als vorher. Nichtsdestotrotz aus den letzten Semestern und dem GKI-Einsatz der Studierenden war meine Erwartungshaltung, dass die Qualität des Inhaltes nicht besser sein wird, sondern gleich bleiben wird. Das ist das Bauchgefühl der letzten Semester oder der Ergebnisse des letzten Semesters. Des Weiteren war meine Erwartungshaltung, dass der wissenschaftliche Stil, also Schreibstil, sich mittlerweile verbessert hat. Das heißt, die Qualität steigt. Und da ich, das zeige ich gleich einmal, eine Selbstauskunft abgefragt habe, inklusive der Abgabe der Prompts, war meine Erwartung, dass die Quellenverweise eben auch sauber angeführt werden. Und natürlich entsprechend, wenn mit den Quellen gearbeitet wurde im Artikel, da ja die Prompts eben auch angegeben wurden, dass im Artikel denn die Quellenverweise sauber angeführt werden. Das heißt, wir haben sowohl die Inhaltsebene als auch, ich sag mal, die strukturelle Ebene dabei. Warum hatte ich die Erwartungshaltung, dass es leichter sein würde, zu differenzieren? Weil ich die Studierenden eine Selbstauskunft habe mit abgeben lassen. Und wie Sie sehen, in der ersten Spalte sind die einzelnen Themenbereiche des Journal-Artikels. Es geht los mit der Themensuche, Konkretisierung, Gliederung, dann Abstract, Keywords, dann der eigene Content, Einleitung, Methodologie, Stand der Praxis, Stand der Forschung, die Empirie und dann abschließende Diskussion. Die Studierenden sollten dann das entsprechend nach den Kapiteln und/oder Unterkapiteln untergliedern. Ich habe eine Trennung vorgenommen für den GKI-Einsatz nach Texten, Abbildungen oder auch Quellenarbeit. Dann musste dazu definiert werden, wer denn welche Teile bearbeitet hat. Und das Relevante dann natürlich das Kriterium, also der Umfang der GKI-Nutzung. Und wir hätten in diesem Fall von 1, es wurde gar keine GKI genutzt, bis 4, ich habe der GKI einfach nur die Information gegeben und habe sie abgefragt und musste überhaupt nichts mehr ändern. Und dazwischen natürlich dann die Bereiche 2 und 3, das heißt dann die Zwischensteps von gar keine GKI-Nutzung 1 bis zu 2. Ich habe alles selber erstellt und habe nur noch zum Beispiel paraphrasieren lassen mit der GKI. Oder 3, ich habe die GKI alles erstellen lassen und habe dann aber selber optimiert. Die Bereiche 5 und 6 Literaturarbeit lasse ich in diesem Falle raus, weil ich für das Beispiel auch nur die Texte jetzt hier analysiert habe. Was waren die Ergebnisse? Ich habe ganz bewusst, also aus statistischer Sicht hätte man gesagt, man müsste hier nur einsetzen bei keiner GKI-Nutzung. Aber der Studierende, da ich das mit Excel abgefragt habe und nur je nach Formatierung teilweise nicht angezeigt wird, habe ich gesagt, Sie müssten auf jeden Fall etwas eintragen und müssten die 1 eintragen. Demzufolge war die Stufe 1 jedes Mal keine GKI-Nutzung und es ging, wie gesagt, bis 4 komplette GKI-Nutzung. Und
Das sind jetzt die einzelnen Kapitel hier aufgeführt, die Textkapitel. Das heißt, ich habe Sachen wie Gliederungsarbeit rausgelassen, weil das auch nicht prüfbar war. Das heißt, wir reden von den Kapiteln Abstract, Einleitung, Methodologie, Stand der Praxis, Forschung, Empirie und Diskussion und Fazit habe ich in diesem Fall zusammengezogen. Wenn man sich das anschaut, würde ich sagen, Gruppe 1 war recht schlau, zumindest von der Grundidee her. Die haben den Content bearbeitet und haben dann eben am Ende scheinbar das Abstract und das abschließende Fazit durch die GKI erstellen lassen. Das heißt, nachdem der Content vorlag, haben sie es dann durchlaufen lassen. Das könnte man jetzt so durchgehen. Sie sehen aber, dass die meisten in der Selbstauskunft angegeben haben, das heißt die vorderen Gruppen 1 bis 7, dass sie in Teilen mit GKI gearbeitet haben, aber entweder gar nicht oder nur die Texte weitestgehend selber geschrieben haben und GKI nur zur Optimierung benutzt haben. Gruppe 4 ist hier noch hervorzuheben, hat geschrieben, sie haben gar nicht mit GKI gearbeitet. Und Gruppe 7 beispielsweise hat es eben nur fürs Abstract nachher genutzt und ansonsten auch nicht. Bei den hinteren Gruppe 8, 9 und 10, Sie sehen, die haben in recht vielen Kapiteln laut Selbstangabe mit GKI gearbeitet. Dann schauen wir uns das Ganze einmal nach Kapiteln an. Das heißt, wir sind jetzt dabei, ich habe die Gruppen aufgeführt und es gab in diesem Fall 7 prüfungsrelevante Textkapitel. Sie sehen, bei Gruppe 9 und 10 ist es nicht 7, sondern 6. Das liegt daran, dass die Gruppen keine extra Methodologie genutzt haben. Das heißt, demzufolge war das N dann auch da ein niedriger. Und was man sieht, ist, die Eigenangabe habe ich immer in Blau dargestellt und in Rot die Kontrolle des Dozenten. Und wie man hier sehr schön sieht, in einigen Bereichen wurde deutlich mehr GKI genutzt, in einigen Kapiteln denn und bei anderen denn aber auch weniger. Das heißt, vom Ergebnis her hab ich drei Gruppen, nämlich die Gruppen 8, 9 und 10, wo es übereingestimmt hat. Das heißt, sie haben sauber angegeben, wo sie die KI genutzt haben und die Prüfung hat genau das auch ergeben. Dann haben wir natürlich aber auch Gruppen, die angegeben haben, sie haben in weniger Kapiteln KI genutzt und die Prüfung hat das Gegenteil ergeben. Das wären in diesem Fall nämlich die Gruppen 1 und 2, wo jeweils in einem oder zwei Kapiteln mehr KI genutzt wurde. Dann haben die Gruppe 4. Und ist sehr deutlich die Gruppe 7, die nur angegeben hat, sie hätte in einem einzigen Kapitel KI genutzt, herausgekommen ist aber, dass sie in allen sehr deutlich KI genutzt hat. Dann hat mich des Weiteren interessiert an der Stelle, wie ist denn die durchschnittliche Nutzung je Kapitel? Weil meine Erwartungshaltung war, dass bestimmte Kapitel hier herausstechen würden. Und auch da sieht man, jetzt in Prozent dargestellt, beim Abstract, oder die hohen Werte sind eben Abstract, Einleitung und Empirie, die ein bisschen rausschlagen, sind aber nicht sehr deutlich. Das heißt, abschließende Diskussion sind wir dann auch bei 60%, statt 70% Nutzung oder Stand der Praxis. Es wurde also immer durchgehend KI genutzt. Und das Einzige, was ein bisschen nach unten herausschlägt, ist denn tatsächlich die Methodologie und der aktuelle Stand der Forschung. Nur dass entweder 50% oder sogar unter 40% waren. Das heißt auch hier etwas uneinheitliche Ergebnisse. Dann war ich allerdings dann nicht ganz zufrieden und bin natürlich sehr tief bei der Bewertung in der inhaltlichen qualitativen Analyse eingestiegen. Und die Ergebnisse haben hier sehr deutlich gezeigt. Aber meine Vermutung war ja, GKI wird eingesetzt. Ja, natürlich. Es wird eingesetzt. Okay. Dann war meine Erwartungshaltung ja, die Eigenleistung ist besser nachvollziehbar und differenzierbarer. Das hat sich so nicht bewahrheitet. Und zwar warum? Die KI-Detektoren, die ich genutzt habe, die auch teilweise sehr gut funktioniert haben, konnten allerdings die Stufen 2, 3 und 4, die ich definiert hatte, nicht unterscheiden. Das heißt, ich habe zwar Ergebnisse bekommen, es wurde GKI zu 99,97%
genutzt, konnte dort aber nicht mehr differenzieren, ob die Studierenden erst die Eigenleistung erbracht haben und dann eben zur Optimierung zum Beispiel nur noch paraphrasiert haben oder ob sie alles durch die Technik geschrieben haben. Demzufolge, es ist nicht an allen Stellen nachvollziehbar und differenzierbar, sehr wohl aber natürlich wieder dabei, wo die Technik genutzt wurde oder nicht genutzt wurde. Das heißt, ist eigentlich wie eh und je, muss man einfach zu sagen, wo keine GKI genutzt wurde, konnte man anhand des Schreibstils auch das sehr gut nachvollziehen. Wo aber GKI genutzt wurde, war die genaue Differenzierung nicht möglich. Die Qualität des Inhaltes ist tatsächlich gleich geblieben, musste ich so feststellen. Und das sowohl bei der GKI-Nutzung oder auch da, wo keine GKI genutzt wurde. Es gibt wie immer Studierende, die oder Gruppen, die besser arbeiten, qualitativ und welche, die schlechter arbeiten. Das ist unabhängig von der KI-Nutzung. Und ja, denn der wissenschaftliche Stil war ja meine Erwartungshaltung, dass mittlerweile durch gutes Prompten der wissenschaftliche Schreibstil durchgehend besser werden würde. Und das hat sich nicht bewahrheitet. Darum bin ich allerdings auch etwas beruhigt. Ich habe allerdings die Hoffnung, dass die Studierenden im Laufe der Zeit da besser arbeiten werden, weil auch ich gerne, ich sag mal, gut geschriebene Journalartikel lesen möchte oder Abschlussarbeiten oder Hausarbeiten lesen möchte, wo zumindest der wissenschaftliche Schreibstil dann an Qualität gewinnt. Dann kommen wir zum Thema Quellenarbeit. In der Selbstauskunft werden Quellenverweise sauber angeführt, war meine Erwartungshaltung. Das war tatsächlich nicht immer der Fall. Das heißt, obwohl die Promptverläufe angegeben wurden, und obwohl ich es natürlich denn im Originaltext im Journalartikel versus Promptverlauf direkt eins zu eins gegenprüfen konnte, wurden Prompts, die eins zu eins übernommen wurden, tatsächlich auch in so einigen Fällen nicht im Journalartikel als Quellen angeführt. Und genauso im Artikel werden Promptverweise sauber angeführt. Das ist ja direkt die Folge davon. Auch das ist nicht immer der Fall gewesen. Um es mal einfach zu sagen, es hat mein vorheriges Gefühl etwas bestätigt. Die Studierenden, die von der Quellenarbeit sauber arbeiten, arbeiten sauber, und die es nicht tun, tun es nicht. Auch da ist meine Quintessenz, es hat sich eigentlich nichts geändert. Das heißt, das war auch schon vorher so, bevor wir GKI eingesetzt haben, haben einige Gruppen sauber mit Quellenarbeit gearbeitet oder mit Quellenangaben und andere nicht. Denn um einmal noch etwas tiefer ins Detail zu gehen, die Ergebnisse der qualitativen Auswertung auf der Inhaltsebene, habe ich festgestellt, wie immer, wir sind beim N gleich 40, das heißt, das N war in diesem Fall oder ist noch nicht so hoch, nichtsdestoweniger trotz. Es gibt noch immer eine hohe Diskrepanz im wissenschaftlichen Stil bei der Eigenarbeit versus, ich habe es jetzt allgemein genannt, nämlich Fremdquellen und damit meine ich in diesem Fall die KI. Es können aber natürlich auch andere Fremdquellen sein, nämlich Sekundäranalyse, die nicht sauber angegeben wird. Das heißt, auch hier hat sich eigentlich nichts geändert. Der wissenschaftliche Stil bei den selbstgeschriebenen Sachen versus ich habe Texte übernommen, ist noch immer recht unterschiedlich. Was tatsächlich jetzt neu ist, was ich deswegen auch so gehighlightet habe, ist, dass Texte mit nahezu identischem Inhalt doppelt im Artikel vorkommen. Das liegt daran, wenn man mit GKI arbeitet, dass er häufig Inhalte doppelt und in diesem Fall haben so einige bei einigen Studierendengruppen, die haben es nicht selber gemerkt, obwohl es im gleichen Unterkapitel war, obwohl es vom gleichen Autor war, haben sie tatsächlich nahezu identische Inhalte an verschiedenen Stellen im gleichen Kapitel oder Unterkapitel geschrieben oder schrägstrich übernommen, einfach Copy-Paste übernommen. Denn zum Thema Literaturarbeit, was deutlich vermehrt jetzt aufgetreten ist, ist, dass die Herausgeber oder nicht die Autorin genannt wurden. Da mag man jetzt Vermutungen anstellen. Meine Vermutung ist, es wurde GKI genutzt zur Literatur,
oder zum Text erstellen. Es wurde dann auch GKI genutzt zur Recherche, wer denn diese Texte geschrieben haben könnte. Und da ist, ich sage mal, deutlich mehr denn früher in der Vor-GKI-Zeit bei herausgekommen, dass, ich sage mal, schlecht zitiert wurde, nämlich dass nur die Herausgeber angegeben wurden. Fehlende Quellenangaben hat deutlich zugenommen, teilweise über Seiten. Und da muss ich auch sagen, das ist eine deutliche Zunahme zu früher, dass dann einfach Texte übernommen wurden, einfach nur kurz umgeschrieben oder optimiert wurden, aber komplett Quellenangaben fehlen. Und des Weiteren, was ich gerne auch früher schon geprüft habe, ob denn die Quellenangaben sauber sind, ob die Zitation wirklich darauf beruht, ist auch hier deutlich vermehrt aufgetreten. Es wurden tatsächlich echte Quellen angegeben. Das spricht für eine gute Recherche oder gute Gegennutzung. Wenn man aber tatsächlich in die echte Quelle reinschaut, stellt man fest, der Text basiert gar nicht auf dieser Quelle. Dann noch das eine Thema der Struktur, habe ich extra mit aufgenommen. Mir ist deutlich aufgefallen, dass die Stringenz, also der rote Faden, jetzt tatsächlich mehrfach fehlte oder nicht sauber war. Und die grundlegende Struktur wurde eigentlich weitestgehend sehr, sehr gut aufgebaut in den Journalartikeln. Das Problem war nur, dass denn auf der Inhaltsebene die Inhalte, die dann auch die sauber angegeben wurden, nicht ganz zur Headline, also zur Struktur gepasst haben. Das ist schon immer vorgekommen, dass Studierende dann nicht genau wissen, wo sie welche Inhalte mit reinpacken sollen und sich dann entscheiden oder vielleicht an einer falschen Stelle entscheiden. Aber auch dies ist deutlich vermehrt aufgetreten, dass Inhalt nicht sauber zur Struktur passt. Das Gesamtresümee hier draus war für mich, es wird leider teilweise, nicht von allen Gruppen, aber teilweise unreflektiert gegen KI eingesetzt. Das heißt, es fehlt eigentlich nur die letzte Schleife, da nochmal richtig zu reflektieren und dann nochmal inhaltlich und strukturell sauber zu arbeiten. Dann habe ich ein zweites Beispiel mitgebracht, aus dem letzten Semester. Das waren Masterstudierende der Wirtschafts- und Ingenieurwissenschaften, Master im zweiten Semester. Eine Gruppe von 20 Studierenden, auch dort wurde ein Journalartikel geschrieben. Und die Zielsetzung war hier eine ganz andere. Die Zielsetzung war, zu jedem Zeitpunkt in der Erstellung des Artikels, also schon in der Konzeptionsphase bis nachher zur Finalisierung, die KI-Tools einzusetzen. In diesem Fall sogar also sowohl Text-KI-Tools als auch Bild-KI-Tools für ein Logo und ähnliches. Und es sollte der Einsatz reflektiert werden. Und da reden wir von vor allen Dingen dem GKI-Einsatz, aber natürlich auch dem Einsatz mit oder ohne GKI, weil einige Gruppen sich denn aufgeteilt hatten in einmal zwei, einmal drei Personen und in einzelne Kapitel einmal mit, einmal ohne GKI geschrieben haben und dann auch darüber reflektiert haben. Das heißt, die Intention war, einen wissenschaftlichen Journalartikel zu einem bestimmten Thema zu schreiben. Und die Nebenzielsetzung oder eine Hauptzielsetzung schon fast, nämlich möglichst viel GKI einzusetzen. Dazu habe ich eine Vorlage herausgegeben und die Studierenden mussten in diesem Fall ein Forschungsprojekt-Tagebuch schreiben, und das inklusive des GKI-Einsatzes. Ich habe einen exemplarischen Aufbau vorgegeben, an dem konnten sich die Studierenden halten, mussten sie aber nicht. Und dann eben ganz klassisch so einen Überblick, von welchem Datum reden wir, wie wurde gearbeitet, in diesem Fall Einzelarbeit, Gruppenarbeit, Besprechung, welche Tools wurden genutzt, Inhalte und Ergebnisse. Und da auf der Inhaltsebene natürlich immer die Reflexion mit dabei, was lief gut, nicht, wo gab es Hindernisse, was waren die Lessons learned und wie wollen wir im Projekt oder in der Journalartikelerstellung weiter vorgehen. Das heißt, das auf der reinen Inhaltsebene. Und dann aber natürlich das Gleiche nochmal auf der GKI-Ebene. Das heißt, Arbeit mit und ohne KI, was lief gut, was nicht, was waren die Ergebnisse, wie bewerten wir das? Genau. Und abschließend klassischerweise Ideenspeicher, Konklusion als Vorgabe.
Das hier jetzt ein einfaches Beispiel nur für den Teil GKI-Benutzung, wie Studierende damit gearbeitet haben. In diesem Fall sieht man ganz links einmal vertikal die genutzten KI-Tools, dann den Anwendungsfall und dann einmal in Rot, Gelb, Grün, Ampelschaltung durchdekliniert in den Schulnoten, wie gut der Einsatz war. Und ganz rechts eben noch die Kommentare. Das heißt, die Studierenden haben hier sehr viel Aufwand betrieben, um zu prüfen, wie gut denn für den jeweiligen Teilbereich, nämlich oder für den jeweiligen Anwendungsfall, zum Beispiel für die Herstellung der Gliederung, das jeweilige Tool einsetzbar ist. Sie sehen am Ende immer auch noch vor den Freitexten die entsprechende Gesamtbewertung damit bei. Wie gesagt, da die Zielsetzung war, unterschiedliche Tools zu nutzen, sehen Sie hier auch für die Literaturrecherche beispielsweise wurde Connected und Consensus und Eclipse genutzt und dann mit den entsprechenden Ergebnissen am Ende. Um da einmal auf Inhalte noch konkreter einzugehen, für die Gliederungserstellung hat eine Gruppe hier, war das Thema Einsatz von VR-Brillen mit Software für die Hochschullehre im Studium der Elektrotechnik. Sie haben fünf GKI-Tools genutzt. Ich habe hier nur die drei angezeigt und dann die am Ende des Tages selbst erstellten Gliederung. Das heißt, Sie haben über fünf Tools sich Gliederung erstellen lassen mit exakt der gleichen Prompteingabe und haben dann eben selber geprüft und reflektiert, wie wollen wir unsere Gliederung aufstellen. In diesem Fall, da das M ja nur 20 waren, habe ich auch hier nur qualitativ ausgewertet und habe hier einmal die exemplarischen Aussagen für den KI-Einsatz mit aufgeführt. Und deutlich herausgekommen ist im Textbereich, der Klassiker schreibt gerne eine Einleitung zum Thema, auch wenn dies nicht gefragt ist. Das deckt sich mit Textdoppelungen, was ich vorhin in dem anderen Beispiel schon hatte. Oder wird erst nach mehrfachen Aufforderungen präziser. Das dürften alle, die sich schon etwas damit beschäftigt haben, auch festgestellt haben, dass zum Beispiel ChatGPT einiges immer vergisst. Nichtsdestotrotz in Grün bei Schreibblockaden oder bei Formulierungsschwierigkeiten ganz häufig beim Einstieg ins Schreiben ist die KI-Nutzung eine sehr große Hilfe. Wenn es einem natürlich leicht fällt, kann es auch eine Behinderung sein, weil man dann eben nicht mehr den eigenen Gedanken so folgen kann. Und dann eben als deutliche Aussageverwendung von ChatGPT in Kombination mit DeepL beispielsweise hat sich als großartige Kombination herausgestellt. Und das heißt, die Erstellung mit ChatGPT und die Optimierung dann nachher mit DeepL beispielsweise. Das für mich Spannende war, dass alle 20 Studierenden oder alle Gruppen unisono zu dem Ergebnis gekommen sind. Am Anfang für die Themenfindung, Gliederungserstellung und für die ersten Entwürfe war die Arbeit mit einer GKI sehr, sehr gut. Mit dem Ausnahmen, wenn es einem leichter fällt, Texte zu schreiben oder was oben im Rot ist, dass es technisch nicht immer so ganz sauber läuft. Waren sie alle sehr, sehr zufrieden. Alle Masterstudierenden sind unisono oder alle Gruppen sind aber zu dem gleichen Ergebnis gekommen, spätestens ab nach dem Stand der Praxis. Das heißt, wenn wir wirklich zum aktuellen Stand der Forschung kommen, teilweise schon bei der Methodologie, spätestens aber bei der eigenen Empirie ist es nicht mehr nutzbar oder ist es nicht mehr sinnvoll, mit der GKI zu arbeiten. Das war für mich eine sehr beruhigende Erkenntnis. Weil alle Studierenden da zwar zu dem Zeitpunkt noch sehr viel Aufwand betrieben haben, um mit GKI zu arbeiten, es aber sehr sauber dokumentiert haben und mich auch sehr frustriert angesprochen haben, gefragt haben, ob sie da denn wirklich noch GKI nutzen müssen, weil sie eben zu keinen guten Ergebnissen kommen. Genau. Dann hat man noch das Thema Bildgenerierung, also Logos und Bilder. Und da sehen Sie es weitestgehend rot. Beim Ausprobieren konnte nur wenig experimentiert werden. Das liegt daran, dass hauptsächlich Bezahlversionen zu dem Zeitpunkt auf dem Markt waren.
Oder es gibt eben sehr qualitativ hohe Unterschiede und die Suchzeit ist eben auch sehr groß, viele Tools zu finden. Und am Ende des Tages sind die Ergebnisse dann immer oder weitestgehend nicht so gewesen, wie sie gerne hätten. Genau. Und nichtsdestotrotz gab es auch einen grünen Bereich für eine grobe Darstellung, war es in Ordnung. Das Problem ist da tatsächlich dann immer die Effizienz, also der zugehörige Zeitaufwand, den man benötigt hat, die Bilder durch eine KI erstellen zu lassen. Was waren die Ergebnisse daraus? GKI ist gut nutzbar für Ideenfindung, Gliederungsentwurf, Textentwurf und die abschließende Textoptimierung. Wofür ist es nicht gut nutzbar? Für den eigentlichen Kernschreibprozess sind die Studierenden davon abgewichen oder haben sehr deutlich gesagt, ist nicht nutzbar. Für den genauso den wissenschaftlichen Forschungsprozess, das heißt zur Unterstützung der Vorgehensweise, hier tatsächlich die prozessuale Sichtweise, da hat es eher behindert. Das heißt, da haben die Studierenden sehr häufig sind sie davon abgewichen oder haben gar keine KI mehr genutzt, sondern haben dann lieber selber die Köpfe zusammengesteckt und diskutiert und sind auf deutlich bessere Ergebnisse gekommen, auch gerade in der Vorgehensweise. Und genau das Gleiche zum Thema wissenschaftliche Erkenntnisse oder wissenschaftliche finale Ergebnisse. Das heißt, für die Kernbestandteile der wissenschaftlichen Forschung war es dann wieder nicht einsetzbar. Für den eigentlichen Schreibprozess hilft es, hat es nicht geholfen. Im Kernbereich und für die Ergebnisse genauso wenig. Das als ganz kurze Ergebnisse der letzten zwei Semester. Was für uns, denke ich, im Ergebnis sehr beruhigend sein darf, weil die eigentliche Kernarbeit der Lehre und des wissenschaftlichen Forschens und des Forschungsprozesses, den zu begleiten und die Studierenden anzuleiten, dann auch sauber zu reflektieren und sauber weiterzuentwickeln. Da hat sich nichts geändert. Und wie im ersten Beispiel, die Studierenden, die schon vorher schlecht Arbeit geleistet haben, nutzen es jetzt mit BKI genauso. Die schon vorher sauber gearbeitet haben, arbeiten jetzt dann auch mit und oder ohne GKI auch sauber. Das heißt, meine Quintessenz ist, es ist eben ein weiteres Tool oder eine weitere Möglichkeit zu arbeiten, aber für unseren eigenen Forschungsprozess hat sich nichts geändert. Wir dürfen genauso weiterarbeiten wie vorher. Ganz herzlichen Dank. Unsere nächste Referentin ist Bojana Meinert-Injaz. Sie ist Professorin für Psychologie mit dem Schwerpunkt Entwicklungspsychologie an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen Berlin und ist dort auch Inhaberin der Schwerpunktprofessur für Profilbildung, Strukturentwicklung und Forschungsstärke, auch an der KHSB. Sie lehrt und forscht zu verschiedenen Themen der Mensch-Technik-Interaktion, zum Beispiel auch zu Fragen der Akzeptanz neuer Technologien. Da passt das Thema KI jetzt natürlich sehr gut mit rein. Und sie hat auch schon im Januar einen Workshop zu KI in der sozialen Arbeit gehalten, der auch bei YouTube zu finden ist. Da werde ich auch noch den Link teilen. Ja, wir freuen uns auf den Vortrag. Ja, vielen Dank, Rike, für die Einführung und guten Tag an alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Heute möchte ich einen Einblick in die Welt der KI-gestützten Lernprozesse geben. Als Psychologin interessiert man sich auch dafür, wie die Menschen lernen. Und ich möchte auch zeigen, wie durch den Einsatz von KI das Lernen optimiert werden kann. Wir werden erstmal mit einer sehr kurzen Einführung in das menschliche Lernen anfangen und danach werde ich ein Beispiel aus meiner Lehre bringen, also im aktuellen Wintersemester 23/24 und anhand des Beispiels werde ich versuchen zu veranschaulichen, wie eben KI vielleicht bestimmte Lernprozesse gezielt unterstützen kann. Wir fangen mit diesem Beispiel, das jetzt mit KI gar nicht so verwandt ist.
Ich nehme mal an, dass die Kunstkenner und Kunstkennerinnen unter Ihnen dieses Werk bereits erkannt haben, Impression Sonnenaufgang von Claude Monet. Vielleicht wissen Sie dann auch, dass dieses Gemälde der Impressionismus-Epoche zugeordnet wird, und vielleicht kennen Sie auch weitere Vertreter, Vertreterinnen, die dieser Epoche ebenfalls gehören. Wenn Sie alle diese Informationen zusammentragen und miteinander verknüpfen, dann haben Sie das Konzept des Impressionismus verstanden. Sie können Werke aus dieser Zeit zuverlässig erkennen, vielleicht auch nicht nur in der Malerei, sondern auch in anderen Bereichen wie Literatur oder Fotografie. Und Sie haben auch verstanden, wie diese Bewegung entstanden ist und welche Auswirkungen sie auf das Leben von Menschen und auch in der Kunst hatte. Wenn wir das jetzt grafisch darstellen, dann haben wir am Anfang immer Informationen, die relativ isoliert sind, und dazu kommen weitere Informationen hinzu. Und wenn wir in der Lage sind, verschiedene Informationen zu einem Thema sinnvoll miteinander zu verknüpfen, erst dann sprechen wir eigentlich vom Wissen. Und wenn uns Wissen eine Art der Einsicht oder auch der Reflexion ermöglicht, haben wir das Thema auch wirklich verstanden. Als Lehrende hoffen wir natürlich immer, dass unsere Studierenden nicht nur Fakten oder Informationen mitnehmen, sondern am Ende auch über die höheren Lernebenen verfügen, die Transferreflexion, aber auch kritische Auseinandersetzung mit Inhalten ermöglichen. Nun stellt sich die Frage, welche Mechanismen liegen so einem Lernprozess zugrunde? Und heute möchte ich ganz kurz drei große theoretische Ansätze zum Lernen vorstellen: den Behaviorismus, den Kognitivismus und den Konstruktivismus. Diese Begriffe sind als Sammelbegriffe zu verstehen. Innerhalb jeder dieser Richtung gibt es spezifische Theorien und Annahmen. Aber im Großen und Ganzen haben alle diese Theorien, also innerhalb einer theoretischen Richtung, auch viele Gemeinsamkeiten. Nun fangen wir mit dem Behaviorismus an. In diesem Ansatz oder Theorie wird das Lernen als Prozess der Verknüpfung oder Assoziation zwischen einem Stimulus und einer Reaktion definiert. Das klingt erstmal sehr abstrakt. Dafür gibt es ein Beispiel. Die Theorie des operantes Konditionieren, die geht davon aus, dass die Konsequenzen eines Verhaltens direkte Auswirkungen auf das Lernen haben. Das heißt, wenn ein Verhalten belohnt wird, wird es verstärkt, während ein bestrafendes Verhalten abgebaut wird. Und diese Mechanismen sind sowohl bei Tieren, deswegen die Katze als Abbildung, als auch bei Menschen sehr gut dokumentiert. Beispiel dazu wäre, in unserem Bildungssystem sind zum Beispiel Noten, die eine bestrafende oder belohnende Funktion haben können und somit auch die direkte Auswirkung auf Lernverhalten von Lehrenden. Darüber hinaus geht der Behaviorismus davon aus, dass wir nicht nur durch eigene Erfahrungen lernen, sondern auch durch Beobachtung von Modellen. Indem wir zum Beispiel das Verhalten eines Modells betrachten, das entweder mit positiven oder negativen Konsequenzen verbunden ist, können wir lernen, welches Verhalten erwünscht oder unerwünscht ist. Wenn wir jetzt überlegen, was sind die Konsequenzen von behavioristischer Theorie, dann können wir diese drei nennen. Damit Lernen erfolgreich ist, sollen die Lerninhalte in kleine einzelne Schritte unterteilt werden. Als zweites ist es ganz wichtig, dass es Rückmeldung gibt. Das heißt, Rückmeldung, ob was gut oder schlecht ist, ist entscheidend wichtig für den Lernerfolg. Und drittes ist eine wichtige Annahme, dass Lernprozesse von außen durch Lehrende gesteuert werden. Wenn wir jetzt diese Prinzipien mit der künstlichen Intelligenz verbinden, dann ist ein Beispiel wie
bichwirale Mechanismen genutzt werden können durch Learning Analytics. Sie haben wahrscheinlich alle diesen Begriff schon gehört. Learning Analytics zielt darauf ab, die Fortschritte der Lehrenden zu überwachen, ihre Leistungen vorherzusagen, aber auch Abbruchs- und Erfolgsraten zu ermitteln. Und auch das Ziel ist natürlich Feedback für die Lehrende, wie gut sie Lernziele erreichen. Und da sind alle Prinzipien des Behaviorismus eigentlich schon drin erhalten. Eine Kritik, die Ihnen wahrscheinlich auch direkt eingefallen ist, dass natürlich behavioristische Theorie komplett Motivation, Emotionen und kognitive Prozesse außen lässt. Das heißt, die sind gar nicht im Fokus dieser Theorie und die sind aber natürlich für das Lernen wichtig. Und deswegen schauen wir uns als nächstes Kognitivismus. Kognitivistische Theorien nehmen an, dass Lernen eigentlich oder begreifen das Lernen als Prozess der Informationsverarbeitung. Das heißt, dass kognitive Prozesse wie Wahrnehmung, Gedächtnis, Denken, Problemlösen, aber auch Sprache, Sprachverständnis oder auch Erwerb von komplexen Wissensstrukturen und Konzepten eine wichtige Grundlage des Lernens darstellen. Die Implikation der kognitivistischen Lerntheorien für das Lernen sind vielfältig. Zum Beispiel sollten die Lerninhalte Aufmerksamkeit wecken. Das kann man erreichen, indem sie anschaulich dargestellt sind. Die Lerninhalte sollten auch Vorwissen aktivieren und eine Problemlösungsorientierung und Lerntransfer sollen auch unbedingt angestrebt werden. Wie kann KI jetzt Lernen nach diesen kognitivistischen Prinzipien unterstützen? Offensichtlich haben wir sehr viele Möglichkeiten, weil es diese anschauliche Darstellung betrifft. KI kann unter Umständen auch verschiedene Sinnesorgane ansprechen. Das heißt, das Lernen kann lebendiger, dynamischer gestaltet werden. Es ist natürlich möglich, einen individuellen Lernpfad zu erstellen, in dem alle möglichen Informationen, wie zum Beispiel, welche Vorkenntnisse Studierende haben, welche Inhalte haben sie besucht, wie haben sie an verschiedenen Tests abgeschnitten, nutzen auch Feedback zum Beispiel zu generieren oder das Lernprozess individuell zu gestalten. Und Feedback ist in diesem Kontext auch wichtig, aber nicht nur als richtig-falsch, sondern eher Feedback, das auch ergänzende Hinweise bietet, zum Beispiel Kommentare gibt oder Verweise, wie mögliche Fehler entstehen oder wie sie zu verbessern sind. Und am Ende schauen wir kurz Konstruktivismus. In diesem Ansatz wird Lernen als aktiver Konstruktionsprozess betrachtet. Und da gibt es zwei wichtige Strömungen. Der individuelle Konstruktivismus sieht Wissen als eigenständige Konstruktion der Lehrenden, die nicht einfach weitergegeben werden kann und nicht unabhängig von erkennenden Subjekten existiert. Das heißt, das Wissen ist etwas, was wir als Lehrende nicht unbedingt einfach vermitteln können, sondern unsere Studierenden müssen ihr eigenes Wissen aktiv konstruieren. Hierbei ist der Bezug zu den Problemen der eigenen Lebenswelt von zentraler Bedeutung und auch Lernen durch persönliches Erfahren, Erleben und Interpretieren. Lernen wird im Konstruktivismus auch als Prozess der Selbstorganisation und des Aufbaus von Wissen verstanden. Und da sind auch diese eben selbstorganisatorische Aspekte besonders wichtig, Selbststeuerung beim Lernen. Der soziale Konstruktivismus hingegen betrachtet Lernen als sozialen und kooperativen Prozess. Auf jeden Fall aus der Perspektive jetzt von konstruktivistischen Lerntheorien kann die künstliche Intelligenz das Lernen unterstützen, indem sie zum Beispiel Prozesshilfen wie Lern- und Arbeitsberatung oder auch Zeitplanungshilfen zur Verfügung stellt oder auch zum Beispiel KI-unterstützte Kommunikation und Kooperation ermöglicht wird durch
zum Beispiel relativ jetzt immer häufiger oder relativ weit bereits eingesetzte Chatbots als KI-gestützte virtuelle Lernassistenten. So, wenn wir jetzt versuchen, das zusammenzufassen, wie lernen Menschen eigentlich? Menschen lernen, indem sie Erfahrungen sammeln und Informationen verarbeiten. Und genau diese Prozesse können durch den Einsatz von KI unterstützt werden, gezielt unterstützt werden. Wie genau das funktionieren kann, möchte ich eben im zweiten Teil meines Vortrags anhand eines Beispiels veranschaulichen. Genau, die Veranstaltung, um die es geht, ist das Seminar mit dem Titel Ausgewählte Aspekte der Transformationsprozesse oder ausgewählte Transformationsprozesse. Dieses Seminar bietet den Studierenden eine Plattform, um sich mit dem Wandeln und der Transformation gesellschaftlicher und institutioneller Rahmenbedingungen auseinanderzusetzen und deren Auswirkungen auf die soziale Praxis zu diskutieren. Die Zielgruppe sind Studierende im sechsten Semester aller Studiengänge an der KHSB, also soziale Arbeit, Kindheitspädagogik und Heilpädagogik. Und für das Thema künstliche Intelligenz war eine Doppelstunde vorgesehen. Das heißt, wir haben nicht das ganze Semester lang KI in einer Art und Weise eingesetzt, sondern das war eine bestimmte Sitzung, die sich dem Thema gewidmet hat. Also wir hatten insgesamt 180 Minuten Zeit und die Lernziele waren sehr ambitioniert und vielleicht auch vielfältig. Dazu gehören natürlich sowas wie grundlegendes Verständnis von Konzepten und Terminologien, aber auch dieses kritisches Denken und Fähigkeit, zum Beispiel der Qualität und Zuverlässigkeit für KI-Anwendungen oder KI-Lösungen zu bewerten und zu reflektieren. Und um diese Ziele zu erreichen, habe ich verschiedene didaktische Elemente kombiniert. Am Anfang der Sitzung gab es eine kurze Umfrage, um das Vorwissen der Studierenden abzufragen. Dabei habe ich Mentimeter-Tool genutzt, um ein einziges Item. Die Studierenden mussten selbst angeben, wie gut oder schlecht sie über KI informiert sind. Und Sie sehen von gar nichts, da haben wir keine Studierenden in der Kategorie bis sehr gut. Das sind auch recht wenige, nur zwei haben sich als sehr gut eingestuft. Großteil der Studierenden war in diesem Bereich teils. Das heißt, man hat von KI was gehört, aber eigentlich viel zu viel Erfahrung oder Vorwissen haben sie nicht mitgebracht. Genau. Dann hatten wir in dem nächsten Teil des Seminars konkret die Aufgabe, KI einzusetzen. Und zwar die Studierenden sollten also KI, vor allem ChatGPT, also frei verfügbare Version oder auch andere Large-Language-Modelle einsetzen, um Beispiele für die Anwendung von KI in der Praxis zu generieren. Das heißt, ging es gar nicht um das Lernen oder wissenschaftliches Arbeiten, sondern wie KI für die Praxis soziale Berufe eingesetzt werden kann. Und die Studierenden, die hatten Aufgabe, die ich jetzt ganz kurz vorlesen werde. Also nutzen Sie künstliche Intelligenz, um Beispiele für die Anwendung von KI in der Praxis soziale Berufe zu generieren. Denken Sie darüber nach, wie KI in verschiedenen Bereichen der sozialen Arbeit, Kindheitspädagogik und Heilpädagogik eingesetzt werden könnte. Berücksichtigen Sie dabei sowohl mögliche Vorteile als auch potenzielle Herausforderungen. Präsentieren Sie Ihre Ergebnisse und seien Sie bereit, diese im Anschluss zu diskutieren und kritisch zu bewerten. Also das war die Aufgabestellung, die individuell bearbeitet wurde. Wir hatten circa 15 Minuten Zeit dafür und anschließend gab es dann Austausch, Präsentation der Ergebnisse und Austausch zuerst in kleinen Gruppen und abschließend im Plenum. Was waren so die Erfahrungen und die Erkenntnisse aus diesem Versuch? Erstens, die Studierenden berichteten von einer erhöhten Motivation
und einem erweiterten Verständnis für KI in der Praxis. Also sie sind auf viele Ideen gekommen durch Einsatz von KI, die sie ad hoc alleine ohne Unterstützung hätten nicht generieren können. Und sie haben auch die Gelegenheit gehabt, ihre KI-Kompetenz zu steigern und auch ihr Vorwissen zu prüfen oder einzusetzen konkret. Wir haben uns natürlich auch über Prompts danach unterhalten und haben geschaut, wie gut oder schlecht waren KI-Lösungen, je nachdem, welche Vorgehensweise die Studierenden gewählt haben, welche Prompts genau sie genutzt haben. Das heißt, da gab es diesen sehr praktischen Element in der Sitzung, was natürlich besonders wertvoll war, ist diese Möglichkeit zu kritischer Reflexion und Auseinandersetzung mit ethischen und sozialen Aspekten von KI. Die Studierenden könnten wirklich kritisch sich äußern und wurden auch für Vor- und Nachteile von KI sensibilisiert. Und am Ende der Veranstaltung, das ist unter Punkt 4, wurde das Thema KI-basierte Risikovorhersage am Beispiel Kindeswohlgefährdung vertieft. Das heißt, da gab es einen dann Vortrag meinerseits zum Thema, das wir dann auch abschließend diskutiert haben. Wenn wir jetzt zurückdenken an die Lerntheorien, die im ersten Teil des Vortrags vorgestellt wurden, zeigt dieses Beispiel, wie KI den Lernprozess effektiv unterstützen kann. Die Studierenden könnten ihr Wissen aktiv konstruieren, ihr Vorwissen wurde aktiviert, die wurden zum Denken über ihr eigenes Lernen angeregt und die Lernverläufe waren natürlich auch weitgehend personalisiert und von den individuellen Vorkenntnissen und Einstellungen von Studierenden ein Stück weit abhängig. Das heißt, da haben wir Elemente, die in allen diesen drei Theorien als wichtig für das Lernen erkannt wurden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass KI nicht nur ein relevantes, sondern auch ein ansprechendes Thema für die Lehre ist. Es weckt das Interesse der Studierenden und regt auch zum aktiven Lernen an. Und zwar unabhängig von ihren Vorkenntnissen und individuellen Einstellungen hat das Thema künstliche Intelligenz bei Studierenden definitiv großes Interesse geweckt. Und wir haben auch gesehen, dass die Lernprozesse in der Tat sehr gezielt und auch effektiv das Lernen unterstützen können oder anregen können. Das ist auch die Stelle, wo ich zum Ende komme. Ich möchte mich für Ihre Aufmerksamkeit ganz herzlich bedanken und ich freue mich auf die Fragen. Es wird jetzt weitergehen mit einer Lehrenden, die auch ein Einsatzbeispiel von KI in der Hochschullehre vorstellen wird. Es handelt sich um Professor Dr. Mandy Mangler. Sie ist Chefärztin der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Vivantes Auguste-Victoria-Klinikum und dem Vivantes-Klinikum Neukölln-Berlin. Sie ist Professorin mit dem Schwerpunkt Geburtsmedizin und Frauengesundheit an der Evangelischen Hochschule Berlin. Außerdem ist sie Autorin des Podcasts Güncast und Trägerin des Berliner Frauenpreises 2022. Ich freue mich, dass Frau Mengler heute ihr Einsatzszenario vorstellt und würde hiermit an Sie übergeben. Ja, vielen Dank und für dieses sehr spannende Projekt und dieses Thema, was mich auch sehr beschäftigt, und ich freue mich, dass ich heute einen kleinen Überblick geben darf über KI und überhaupt Digitalisierung in der Medizin und in der Lehre der Medizin auch und in der Hebammenwissenschaft. Gehen wir einmal weiter. Man möchte nicht so ganz. Ja, gynäkologische Lehre und Medizin, so, da gibt es ja viele Überschneidungspunkte auch, und die ist auch anders als Lehre im Allgemeinen, weil häufig Lehre oder auch Medizin nicht Frauen und Frauenbedürfnisse gut abbildet, sondern den Mann so als männliches Produkt im Fokus hat. Und da haben wir verschiedene Herausforderungen, dass wir dieses Gender Bias mit dem Gap, dass wir das bewältigen und dass wir da eben den Fokus haben auch auf
die gynäkologischen Organe und die Frauenheilkunde da gesondert nochmal angucken. Und eine Digitalisierung und KI ist da auf jeden Fall schon ein Teil davon und auch wichtig, damit wir weiterkommen. Die KI kann natürlich nur so gut sein, wie wir die auch füttern. Und das ist, wir brauchen uns jetzt nicht denken, dass die KI grundsätzlich anders ist als unsere Gesellschaftsstruktur. Das merkt man auch immer wieder, dass einem dort Dinge begegnen, wo man merkt, okay, das ist eingepflegt, ja letztendlich auch nur aus den vorhandenen Daten, die es gibt. Eine grobe Einteilung wäre also erstmal sozusagen zu gucken, Männer, Frauen, aber letztendlich ist das nur ein Schritt, den wir vollziehen müssen, diese Gendermedizin zu individualisierter Therapie, und die ist ganz, ganz wichtig. Und warum ich das in diesem Zusammenhang erwähne, ist, dass es da doch sehr individualisiert und sehr detailliert zugeht. Also in der Medizin und sicherlich auch in anderen Bereichen haben wir uns immer mehr im Detail ausgebreitet und sind so ganz, ist viel komplizierter und komplexer als früher. Und wir haben unterschiedliche Herausforderungen. Früher war das Leben eher nicht so fraktal und eher detailliert, sondern ein Tick einfacher. Und wir haben eine erhöhte Geschwindigkeit jetzt. Und das trifft uns in der Lehre und auch in der Medizin. Das Potenzial der Digitalisierung ist natürlich auch nur so gut wie die Grundlagen, die wir da zur Verfügung haben. 6G-Netze sollen ausgebaut werden, damit wir da überhaupt die ganzen Daten transportieren können, die wir eigentlich brauchen für zum Beispiel Augmented Reality oder KI. Wir haben in der Medizin und in der Lehre auch ein massives Schnittstellenproblem, dass wir die Schnittstellen nicht zusammenbekommen und dass wir eigentlich eine Transparenz zur Qualitätserhöhung brauchen und auch einen Datenschutzumgang irgendwie, den wir in Deutschland in der Medizin zum Beispiel überhaupt nicht haben. Das ist ein großes Hindernis, medizinische Daten zu analysieren und zu generieren. Dieser sehr extrem starke, unvergleichlich starke Datenschutz in Deutschland hat natürlich auch Vorteile, keine Frage, aber aus dem Aspekt der Forschung und Lehre auch sehr große Nachteile. Wenn man sich jetzt deutsche Krankenhäuser mal so anguckt und Gesundheitsversorgung, dann findet man sehr viel, ja, wie soll man sagen, Papier und Verstaubtes. Also zum Beispiel hier Herztonanalyse von Babys oder auch Kurven. Das ist alles in den meisten Krankenhäusern in Deutschland papierbasiert. Das ist natürlich nicht digitalisierbar, nicht durch eine KI auswertbar. Oder da hat man, das ist erstmal der erste Schritt sozusagen, dass man sagt, okay, zu einer KI gehört nochmal eine gute Digitalisierung, weil sonst können wir auf diese Strukturen überhaupt nicht zugreifen. Ich bin ja auch Chefärztin und das sind meine Vorgänger als Chefärzte und das sind tolle, intelligente Menschen. Aber zum Beispiel mein direkter Vorgänger hier in der Mitte dargestellt, hatte keinen Computer in seinem Zimmer. Also er war, und ich habe hier 2016 die Klinik übernommen, gab es keinen Computer und auch in der ganzen Klinik gab es einen Computer, auf den im großen Stil zugegriffen wurde von dem Team, aber ansonsten von zum Beispiel diesem Chefarzt nicht. Und das ist natürlich auch ein Problem, dass wir da Menschen haben, die auch Berührungsängste zum einen haben oder auch gar nicht die Notwendigkeit sehen, sich mit Digitalisierung und KI auseinanderzusetzen. Ich habe das dann versucht zu ändern und habe ein großes Digitalisierungsprojekt über meine Klinik gezogen. Da musste man sich bewerben, das war sehr kompetitiv. Da ging es nicht nur um Umgestaltung, sondern auch um Forschung. Und da haben wir einen Projektantrag geschrieben, sehr großen, und konnten dann dieses Projekt gewinnen und konnten einen großen Teil der Klinik so durch digitalisieren, dass wir eine der digitalisiertesten Kliniken in diesem Land sind. Und von daher weiß ich auch, wie das in anderen Kliniken und anderen Gesundheitsstrukturen so aussieht. Das ist nämlich leider so, dass wir da in Deutschland nicht besonders weit sind im europäischen Vergleich auch, was zum Beispiel Digitalisierung und Nutzen von KI-Strukturen bedeutet. Aber ich konnte dann zum Beispiel die ganzen Papierakten abschaffen, Papier abschaffen. Papier ist kein guter Helfer von Digitalisierung und KI. Und viel digitalisieren, zum Beispiel auch die Erhebung von Daten an Körpern, die kann man natürlich manuell machen. Also zum Beispiel eine Medizinerin oder Krankenpflegekraft oder Hebamme kann zum Beispiel Blutdruck messen oder Puls. Aber es gibt natürlich jetzt auch Geräte, hier zum Beispiel dargestellt, die dann einfach an die Person angeschlossen werden und die Daten dann transportieren in ein Gesundheitsinformationsportal. Und das klingt vielleicht für Außenstehende einfach und man denkt sich, ja, ist doch logisch. Ja? Ich habe ja auch zum Beispiel, meine Gesundheitsuhr, wo ich Gesundheitsdaten ableite oder sowas,
Aber in der Medizin ist es leider überhaupt nicht verständlich, sondern es wird ja noch sehr viel manuell gemacht und sehr viel auch Dinge getan, die nicht durch Menschen eigentlich getan werden müssen. Eine Sache, die zumindest auch mal Spaß macht, ist Roboterchirurgie. Da sitzt man dann an einem, wobei es, Roboter ist das falsche Wort, weil Roboter sind ja eigentlich ja, computerassistierte und Intelligenzen, die selber auch Entscheidungen treffen. Das gibt es in der Medizin nicht, ja, nirgendwo. Es ist immer so, dass, wenn wir von Roboter in der Medizin sprechen, dass es dann nur computerassistierte Möglichkeiten sind, zu arbeiten, also in der Lehre oder in der Klinik. Und das hat nichts mit einer wirklichen Roboterstruktur, die allein Entscheidungen trifft, zu tun. Also hier mal so ein Operationsroboter, der also eigentlich eine computerassistierte Version ist von einem Menschen. Und da, also man, alles, was passiert, ist von Menschen gesteuert. Man sitzt an so einem, an so einer Konsole, hat die Finger in einer Art Handschuhe, sodass also die Bewegung der Finger übertragen wird auf Instrumente, die in der Patientin sind. Diese Instrumente hier, da habe ich einen kleinen Film mitgebracht, diese sind dann also sozusagen in der Person drin. Überträgt sich leider nicht, das tut mir leid, und dann gucken wir mal den nächsten Film an, ob der geht. Versuche ich am Ende, wenn wir diskutieren, nochmal aufzumachen, sodass die sehen können. Entschuldigung, es bildet sich hier nicht ab. Also was diese kleinen Instrumente machen, ist, die bewegen meine Hände, die zum Beispiel zittern oder so, ganz ohne Tremor, ohne Veränderung, bewegen sie sich 360 Grad und sind so wie kleine Hände im Bauch der Patientin, hier auch im Bauch abgebildet, und sehr, sehr hilfreich, weil dadurch man viel, viel präziser arbeiten kann und auch viel, viel schneller zum Beispiel operieren lernt. Ich finde, das ist ein hoher Vorteil von den digitalen Strukturen und auch von der KI, dass wir die Lernkurven viel, viel schneller haben als noch früher, wo Wissen auch ganz anders zur Verfügung stand. Zum Beispiel ist es dann so, mit dieser KI kann man hier Gewebe so darstellen. Das sieht erstmal so ganz gut aus. Das ist konventionell. Links sieht man eigentlich nicht so viel. Und wenn man es dann rechts mit einer Computerassistenz anfärbt, dann sieht man auf einmal so eine grünen Strukturen. Und das ist ein Lymphknoten dargestellt mit einer fluoreszierenden Farbe. Und da kann man sich schon vorstellen, das sieht man ja viel besser so als auf der linken Seite. Und so haben wir auch also sehr, ja, viel bessere Möglichkeiten, eben Wissen auch zu vermitteln. Und wenn sich jemand früher einen Lymphknoten vorgestellt hat, dann hat er sich immer so vorgestellt, das ist so eine runde Erbse oder so. Und heute können wir also diese Lymphknoten anatomisch und wirklich in der Realität so darstellen, dass man versteht, das sind eigentlich wie so Hauptverkehrsknoten, die kleine Straßen, bilden, und dann die Lymphe fließt dann durch diese kleinen Straßen in diese Lymphknoten hinein und dann da hinten wieder raus. Also auch viel besser visualisiert als früher. In der Zeit meines Studiums hätte man sich so eine Abbildung nicht vorstellen können. Ne? Da war gar nicht klar, wie ein Lymphknoten jetzt in Wirklichkeit aussieht. Sodass wir also immer digitaler werden, und ich habe da auch mich zum Teil so digitalisiert, oder auch Menschen, mit denen ich arbeite, digitalisieren sich über dieses Device. Vielleicht kennt es die eine oder der andere. Das ist ein Double Robot, ist auch kein echter Roboter, obwohl er Roboter heißt. Steht hier heute sogar hinter mir, ist mir vorhin aufgefallen. Und im Prinzip ist das ein Segway, auf dem man oben ein iPad montiert hat, und da kann man sich darauf schalten mit einem anderen Device und kann dann sich also selbstbestimmt durch zum Beispiel die Klinik oder auch die Uni bewegen, wenn man das denn möchte. Wir haben da eine Studie dazu aufgelegt, wir haben es jetzt benutzt in dieser großen randomisierenden Studie, um zu untersuchen, also die Randomisierung war Robotervisite, also mit diesem digitalen Device hier, und konventionelle Visite. Und dann haben wir also verglichen, wie finden die Patientin das? Das ist jetzt hier keine echte Patientin, das ist meine Oberärztin, die sich da ins Bett legen musste für das Foto. Aber so war das dann, die Patientin lag hier, und ich oder eine andere Ärztin sind dann sozusagen digital gekommen und haben eine Visite durchgeführt an der Patientin, und dann haben wir untersucht, randomisiert, was findet die Patientin jetzt besser, und haben sie dann befragt, wie fanden sie die Visite, wie sind die Inhalte, hatten wir so einen Fragebogen dann, wie waren ihre Schmerzen. Wir haben auch postuliert, dass die Schmerzen weniger sind durch eine digitale Visite, aus dem Grund,
dass man kann ja nicht 24 Stunden arbeiten als Ärztin. Das heißt, wenn ich morgens eine Patientin operiere, kann ich die meistens nicht abends 19 Uhr, wenn sie dann wieder wach ist von ihrer Operation, besuchen, weil ich dann eigentlich theoretisch idealerweise schon zu Hause bin und was anderes mache. Und damit hat die Patientin so einen Bruch in ihrer Versorgungskette auch. Und diesen Bruch aufzuheben, das war auch einer der Vorteile von dieser digitalen Visite. Das kann man natürlich dann tun. Also was rauskam, war hier auch nochmal so ein Beispiel. Gucken wir mal, ob der, also so sieht es dann aus, so als im Vergleich zum Menschen, dass man dann so über den Gang fährt mit diesem Device. Und es kam als Ergebnis von dieser randomisierenden Studie raus, dass die Menschen das also genauso sinnvoll fanden wie eine Visite mit einem echten, fleischlichen Menschen sozusagen. Und manche fanden es natürlich belustigend und unterhaltsam, aber zumindest kam nicht raus, dass diese digitale Variante sehr viel schlechter abschneidet, und es war jetzt beides gleich. Sodass ich also auch die Zukunft der Medizin vielleicht so ein bisschen auch so sehe in so digitalen Versorgungsstrukturen. Es wird im Umland und in ländlichen Regionen auch so schon gemacht, dass Notärztinnen, die nicht direkt schnell bei einer Patientin sein können, digital dazugeschaltet werden von anderem Personal, was vielleicht schneller vor Ort sein kann, und dann Anweisungen gegeben werden, wie eben mit der Patientin umgegangen wird. Hier eine kurze Zwischenfrage, Gesprächsführung in der digitalen Visite. Also man ist ja auf diesem Ding. Ich bin jetzt zum Beispiel, ich nehme mein Endgerät, ja, bin jetzt irgendwo und nehme mein Endgerät, schalte mich mit einer App auf diesen Double Robot drauf, kann den dann mit einem Joystick auf meinem Handy zum Beispiel oder auf meinem iPad steuern und fahren. Ne, und die Krankenhäuser und auch Universitäten sind ja alle barrierefrei, deswegen ist das also gut. Und dann werde ich ja direkt übertragen mit der Kamera. Das heißt, ich bin ja schon sozusagen real, spreche ich mit der Patientin, aber ich bin woanders, nur örtlich sozusagen. Ne? Ich habe mich sozusagen, tja, wie soll man sagen, geklont oder dupliziert oder sowas. Ja? Das hilft natürlich auch, wenn man mal auf einem Kongress ist oder irgendwo anders, dass man dann dahin gehen kann. Genau, so dass natürlich oder vielleicht ein Teil der Zukunft auch das ist, ne, dass man sich das untersucht. Jetzt zu den KIs in der Lehre, in der medizinischen Lehre und auch in der hebammenwissenschaftlichen Lehre. Ich glaube, so Chatbots, die sind relativ gängig und werden auch eingesetzt. So natürlich, wenn man zu faul ist, seine Hausaufgaben zu machen oder also sowieso insgesamt und natürlich auch für Lehrende, um ich benutze es oft, um mich gegen zu checken, wenn ich Lehre vorbereitet habe, ob ich was vergessen habe auch, und dann gucken kann, ist das auch strukturiert, was ich da fabriziert habe. Und ich erhalte oft Impulse, so wie wir bestimmt alle, die hilfreich sind. Und ich merke, dass doch die KI viel sortierter ist als ich. Ne? Ich bin halt tagesformabhängig auch. Also wenn ich gut drauf bin, dann schaffe ich das vielleicht auch so gut. Aber manchmal, wenn man müde ist oder irgendwas hat, dann ist es natürlich vielleicht ein bisschen defizitärer. Und jetzt hat man sich mal angeguckt, eine Performance zu künstlicher Intelligenz bei medizinischem Personal. Das ist eine Meta-Analyse von 14 Studien. Erkennt die KI eigentlich Erkrankungen besser oder schlechter? Und die KI und Ärztinnen erkennen erstmal, kann man sagen, gleich gut ungefähr Erkrankungen. Da geht es ja um die Sensitivität. Ne? Also die Sensitivität ist gleich gut. Ich finde, das ist eine extrem positive Nachricht, die mich auch ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, weil andere Studien vergangene Studien in der Medizin haben immer gezeigt, dass die KI eigentlich besser Krankheiten erkennt als Menschen, aber seltene Erkrankungen dafür schlechter erkennt. Also, und ich glaube auch fest daran, dass man beides kombinieren kann und sollte, also menschliche Diagnosen mit KI, und dass man dann stark sein kann oder noch stärker. Ne? Wäre sozusagen ein dritter Arm toll gewesen. KI und Ärztinnen zusammen, erkennen die denn dann jetzt mehr Erkrankungen oder nicht? Und die Spezifität, also Krankheit ausgeschlossen, konnte die KI in 93%, die Ärztinnen zu 91%. Also auch interessant. Und jetzt, weiß nicht, ob Sie, haben Sie vielleicht mitbekommen, im letzten Sommer, da wurde auf einmal eine Studie zu Empathie von KI in der medizinischen Versorgung sich angeguckt. Und es gab ein überraschendes Ergebnis. Man würde jetzt einfach denken, die Empathie, das Einfühlungsvermögen von einer KI in der Beratung von Patientinnen, also in der realen Kommunikation auch mit Patientinnen, würde man ja denken, erstmal, das ist nicht so gut wie das eines Menschen, oder? Zumindest
ist es das, was Ärztinnen oft behaupten. Wir sind natürlich viel empathischer als Menschen. Die primäre Wertschöpfung, also der Umgang mit den Menschen, ist das, was, was uns unterscheidet von digitalen Lösungen. Jedenfalls kam raus, 10-mal mehr empathisch wurde die KI empfunden als die realen Menschen. Ja, 10-mal mehr. Eine 10er-Potenz dazwischen. Und das fand ich erstaunlich, natürlich auch beängstigend, erschreckend irgendwo, spiegelt direkt auch natürlich hierarchische Systeme in der Medizin wieder. Wie gehen wir mit Patientinnen eigentlich um? Was erwarten wir? Ne, die sollen machen, was wir sagen, sollen nicht so hohe Anforderungen und so. Und ein bisschen Empathie, die sogar die KI schafft, tut den Menschen eigentlich ganz gut. Und sie merken das sogar so, dass man es messen kann. Wir sind im Gesundheitssystem so wie alle, vielleicht, wir sind ja irgendwie als Gesellschaft so ein bisschen erschöpft von dieser Pandemie auch vielleicht und so insgesamt durch die dichte Arbeit, wir tun alle sehr, sehr viel und natürlich besteht, finde ich, auch große Hoffnung, dass KI uns entlastet in so, wie gesagt, auch so die Tagesform rausnimmt. Also stellen Sie sich vor, Sie haben nachts um 3 ein medizinisches Problem und Sie gehen irgendwo hin. Das passiert ja regelhaft jede Nacht in diesem Land und auf der ganzen Welt. Da treffen Sie natürlich auch auf Menschen, die jetzt nicht die allerfittesten sind nachts um 3. Wie sollten Sie auch? Ne? Sie haben einen, also das ist gegen Ihren zirkadianen Rhythmus und Sie sind fehlerhaft und es sind Menschen auch nur und Sie sind vielleicht müde oder haben andere Herausforderungen hinter sich. Und deswegen glaube ich, dass KI der Zukunft so sein kann und in der Forschung, in der Lehre und in der Medizin auch schon ansatzweise sehr, 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 sehr wenig in Deutschland, aber ansatzweise umgesetzt wird, dass zum Beispiel, wenn jetzt jemand kommt nachts um 3 und das medizinische Problem wird nicht konkret als so schwer erkannt von der behandelnden Person und auch das passiert regelhaft, dass dann die KI sagt, Moment mal, mit ein paar einfachen Daten kann ich dir sagen, diese Person hat eine schwere Erkrankung, ne? Rote Leuchte geht an, ja? Guck genau hin, was ist da passiert und kann eben auch so diese Tagesformabhängigkeit von Menschen eben dann eliminieren. Wir haben in der Medizin und in der Lehre vor allem auch eine extreme Herausforderung, dass wir sehr komplexe Zusammenhänge vermitteln müssen, zum Beispiel hier wurde mal so ein Genatlas von Krebs dargestellt, ja, das sind links alle Gene, die Krebs so hat und von einem Tumor, ja, und das ist so ein molekulares Profiling, Genatlas, wie soll man das Studentinnen vermitteln? Also das ist fast nicht möglich, es ist aber notwendig, das zu vermitteln, damit die Therapie wiederum, oder damit das, was sie lernen, qualitativ hochwertig ist und dann auch in der allgemeinen Masse der Menschen ankommt, ja, also ihr gibt einen Vorteil für Patientinnen. Und ich finde, dass wir viel schneller lernen können durch alle Möglichkeiten, die wir so haben und eben auch durch KI und dass wir dadurch einen enormen Vorteil haben, wenn wir mal so zurückdenken, wie noch vor 10 oder 20 Jahren Wissen erworben wurde. Ich bin immer ganz beeindruckt, wie schnell Menschen oder wie schnell man heute selber auch Wissen akquirieren kann. Ja? Ich habe im Prinzip immer so eine externe Festplatte, muss man das ja fast nennen, ne? So ein digitales Device, bei mir, da kann ich auf KIs zugreifen und ich kann nicht mehr alles in dieser Festplatte hier oben Gehirn speichern, sondern ich muss auf externe Festplatten zugreifen, die ja bei vielen Menschen auch schon fast angewachsen sind an den Händen oder demnächst als Brille vielleicht dann zur Verfügung stehen. Ne? Das ist auch, wir haben in der Lehre dann in der Hebammenwissenschaft getestet, diese AI-Brillen, die ja auch KI-gesteuert sind zum Teil. Und das ist natürlich auch Wahnsinn, wie unfassbar bildlich und schnell man Wissen generieren kann, was man sich früher mühsam in Atlanten angucken musste, wie zum Beispiel, sagen wir mal, der Körper aufgebaut ist. Und dann kann man mit der Brille sich den Körper selber hin und her schieben und zusammensetzen und auseinanderziehen und begreift, wie dreidimensional das alles ist und hat in einer kurzen Zeit einen Wissenszuwachs und eine Lernkurve hinter sich, die vor Jahren undenkbar gewesen wären, für die man ganz lange Zeit gebraucht hätte, um, wenn man es überhaupt so verstanden hätte. Ich habe schon mal vorhin gesprochen über die fehlende Digitalisierung und Datenanalyse auch von den Daten, die wir hätten, wenn wir sie erheben würden. Und in skandinavischen Ländern ist es einfacher, da kriegt jede Person zu Beginn ihres Lebens eine Nummer und die Gesundheitsdaten, die dann geschehen, Krankheiten, Gesundheit und so, die werden alle ausgewertet und mit dieser Gesundheitsnummer verknüpft
Und auf Knopfdruck kann man Daten generieren von Hunderttausenden von Menschen. Ja, das ist in Deutschland noch nicht der Fall. Wir sollen ja die digitale Gesundheitskarte demnächst bekommen, die uns auch in der Lehre und Forschung helfen wird, wenn der Datenschutz in Deutschland sich da hinreißen lässt, dass man das tun darf. Weil dann ist es auch so wie in skandinavischen Ländern, dass jede deutsche Person mit ihrer Gesundheitskarte zusammen eine Nummer erhält und dass man Gesundheitsdaten auswerten kann. Das wird uns massiv nach vorne bringen in der Forschung und Lehre auch, weil wir dann ganz anders auf Wissen und Daten zugreifen können. Was gibt es jetzt schon? Wikis natürlich in der Hebammenwissenschaft und Medizin, YouTube-Apps, Trainingsmodule, Robotertrainer, Computerprogramme, all das. Und jetzt muss man nicht traurig sein, wenn man noch nicht so eine KI vielleicht so im täglichen Leben benutzen kann oder AI auch dann umsetzen kann, sondern man kann auch mit einfachen Mitteln, früher waren es die Kreuzworträtsel, heute ist es zum Beispiel, vielleicht hat es die eine oder andere zu Hause, eine Nintendo oder eine PlayStation oder so. Und da gibt es hier diese eine Studie oder gibt es viele Studien in dem Bereich, aber eine habe ich mal mitgebracht, Play to Become a Surgeon. Und da wurde untersucht, an Ärztinnen, wie die eine Gruppe wurde randomisiert, sie durfte Nintendo spielen und die andere durfte nicht. Und da wurde verglichen, wie schnell die also komplexe Zusammenhänge beim Operieren lernen. Ja. Und das war total interessant. Die Gruppe, die Nintendo spielen durfte, ist hier auf der rechten Seite und die hat in einigen Bereichen eine sehr viel stärkere Lernkurve. Zum Beispiel in der Akkuratität oder auch in der, ja, in so einzelnen Performances haben die deutlich besser abgeschnitten. Was sagt uns das? Unser Gehirn zu trainieren, sogar mit einfachen, und wir haben irgendwas gespielt, nichts Besonderes, ne? So, also ich habe seitdem nicht mehr so ein schlechtes Gewissen, wenn meine Kinder irgendwie so mit deren Nintendo spielen. Ich denke mir immer, na gut, dann tun sie auch was für ihr Gehirn, sozusagen. Also es könnte sein, dass es eine hilfreiche und nicht so besonders teure Möglichkeit ist, auch sein Gehirn zu trainieren. Wenn wir uns jetzt die Geburtshilfe mal angucken, dann gibt es also 690.000 Menschen in Deutschland, die pro Jahr ein Kind bekommen. Ne? Die Zahl, die ist ja leicht sinkend. Trotzdem ist Geburt an sich eine Blackbox. Wir haben Physiologie und Pathologie gar nicht klar getrennt. Wir haben eine fehlende Individualisierung. Wir haben ganz viele Daten, die wir erheben. Wir analysieren sie aber nicht. Das ist meiner Meinung nach ein Fehler, den wir machen, weil wir könnten Frauen viel besser beraten, wie Geburten und auch Menschen im Gesundheitssystem, wie Geburten physiologisch und stark sein können. Und die Frau könnte dadurch profitieren. Tun wir aber nicht. Und dadurch haben wir ein Problem auch in der Lehre. Und wir kommen auch durch die KI, finde ich, weg von so einem hierarchisch-direktiven hin zu einem so eine Lehre auf Augenhöhe, wo wir auch experimentieren können und gemeinsam lernen letztendlich und dann zu individualisierter Medizin und Lehre auch kommen. Mein Traum noch kurz zum Schluss ist, dass wir vielleicht hier so eine humanoiden Roboter auch mal irgendwann einsetzen können. Das ist im Prinzip nicht so anders wie das Ding, was hinter mir steht. Da hat man aber einen humanoiden Roboter, der hier ist jetzt Pepper. Vielleicht kennt ihn auch jemand. Pepper ist ungefähr 1,20 Meter groß, hat so ein iPad auf dem Bauch, auf dem man sich auch drauf projizieren kann. Aber Pepper, der ist sehr aufwendig zu programmieren, aber man könnte den zum Beispiel programmieren für einzelne Tasks, die er dann durchführt. So, ja? Also auf jeden Fall denke ich, dass das ein Teil der Zukunft sein könnte, humanoide Roboter, die auch dann wirkliche Roboter sind, also wirklich Entscheidungen treffen. Ich stelle mich das dann so vor, dass im Krankenhaus zum Beispiel solche Roboter rumlaufen oder in den Universitäten und mit Menschen ins Gespräch kommen und kurze Dialoge führen und irgendwas vermitteln zum Beispiel. In der Medizin gibt es ganz viele Devices auch, die man selber an seinen Körper ranmachen kann. Armbänder, die den Blutdruck messen, die Herzfrequenz messen, ganz viel. Natürlich auch Uhren, Ringe. Es gibt Blutzuckermessgeräte, die man sich auf die Haut kleben kann, wo man mit einer App seinen Blutzucker tracken kann. Es gibt Dinge vaginal, wo der Zyklus gemessen werden kann. Fingerhüte, also wahnsinnig viel. Und da ist natürlich auch, werden sehr viele Daten erhoben. Und ich finde das richtig und wichtig. Wir kommen langsam weg von Medizin und medizinischer Lehre, die hunderttausende Menschen betrachtet und Evidenz an so ganz vielen Menschen erhebt,
sondern wir kommen hin zu N-gleich-1-Studien. Und ich finde das ganz toll, N-gleich-1-Studien, weil wenn wir das beides verbinden, also so große Projekte, die uns erstmal die Evidenz so leiten, eine Idee geben für die Evidenz und dann runterbrechen auf das Individuum und sagen, okay, weil wir sind alle unterschiedlich, wir bedürfen alle unterschiedlichen auch Behandlungsstrategien und deswegen ist es ganz toll, so N-gleich-1-Studien zu machen, an sich selber Gesundheitsdaten zu erheben, die man dann in Forschung und Lehre analysieren kann und dann mit seiner Ärztin auch bespricht und dort was erheben kann. Ganz zum Schluss noch wollte ich Ihnen noch BizKit vorstellen, vielleicht kennen Sie BizKit schon und Kugel. BizKit ist ein digitaler Hund, der eingesetzt wird bei Demenzkranken zum Beispiel, mit dem man natürlich nicht Gassi gehen muss, aber man hat Studien durchgeführt und gesehen, dass die von der mentalen Performance profitieren, ältere Menschen mit Demenz. Und hier gibt es sogar so ein Kissen, es ist einfach nur ein Kissen und da ist ein Katzenschwanz dran und der wedelt so, ja, und es schnurrt auch so ein bisschen wie eine Katze. Und Studien sagen, dass sich demente Menschen, ältere Menschen weniger einsam fühlen, eine bessere Lebensqualität haben, wenn sie diese digitalen Devices einsetzen, in dem Fall mit ein bisschen Fell drumherum. Und das sind interessante Aspekte, finde ich. Wir sind alle unterschiedlich, wir bedürfen alle unterschiedlicher Herangehensweise und KI und Digitalisierung ist ein tolles Tool, was uns dabei helfen wird, noch besser zu werden für eine individualisierte Lehre und Empowering der Lehrenden auch und der Lernenden. Und da ist KI sicherlich sehr hilfreich in Forschung und Lehre. Ja, und damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Bin ganz gespannt. Zum letzten Beitrag für heute. Und zwar zu Professor Dr. Tim Bersig, der eine Professur für soziale Arbeit an der Medical School Berlin hat und ehemals Lehrkraft für besondere Aufgaben an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen war. Daher kennen wir uns. Und er beschäftigt sich seit mehreren Jahren mit Fragen rund um die Digitalisierung, vor allen Dingen im Zusammenhang mit Lehr- und Lernprozessen in der Hochschullehre. Und ganz aktuell ist er in einem Forschungsprojekt über die Möglichkeiten der curricula-integrativen Nutzung von KI-basierten Tools in der Hochschullehre. Und wir freuen uns sehr auf den Beitrag. Ja, dann sage ich auch nochmal herzlichen Dank in die Runde. Hallo in die Runde und schönen Dank auf jeden Fall für die Einladung, dass ich hier Möglichkeiten habe, meine Erfahrung auch zu teilen. Und ich bin ganz angetan auf jeden Fall von der Diskussion, weil viele Fragen, die wir jetzt aktuell auch schon diskutiert haben durch die anderen Beiträge, das ist erkennbar geworden. Das sind auch Fragen, die nicht nur uns auch an der Medical School beschäftigen, sondern mich ganz persönlich in meinen unterschiedlichen Lehrsettings. Ich habe Ihnen heute ein Beispiel mitgebracht, das passt ein Stück weit auch zu dem Beitrag von der Kollegin Wendy Mangler. Da ging es ja auch zum Teil auch in der digitalen Visite um das Thema Gesprächsführung, um auch entsprechend damit verbundenen Gesprächsführungskompetenzen und möchte heute mit Ihnen Erfahrung teilen, welche Chancen und Herausforderungen existieren, wenn wir textgenerierende KI-Tools zur Vermittlung und Erlangung von Beratungskompetenzen einsetzen. Das heißt, ein Thema, was auf jeden Fall sehr, sehr stark auch verbunden ist mit sozialen Professionen, Kindheitspädagogik, soziale Arbeit, Heilpädagogik. Also da können wir durch die Bank wegnehmen, weil das sicherlich eine der wichtigen Kompetenzen tatsächlich ausmachen. Ich will ein klein wenig was zur Einführung sagen, dass wir gemeinsam im Thema ankommen, wir auch so ein bisschen in die Gegenwart schauen, wie sieht das heute eigentlich aus, welche Ideen gibt es, beraterische Kompetenzen auch zu erlangen, zu vermitteln, welche Erfahrungen gibt es auch schon in der Beratungsarbeit mit KI-Tools, natürlich den Kontext der sozialen Arbeit etwas stärker in den Vordergrund zu sehen, also die Lehr- und Lernmöglichkeiten mit KI-Tools und am Ende ja ein Stück weit einen kleinen zusammenfassenden Blick, aber auch einen Ausblick wagen, vor allen Dingen eher auch mit kritischen Hinterfragungen, weil deutlich wurde, dass in dem Einsatz mit KI-Tools auch in der Lehre natürlich in erster Linie mehr Fragen entstehen, was erstmal, finde ich, sehr, sehr positiv ist. Ja, ich will einen kleinen Einblick geben, will erstmal festhalten, dass es ganz klar beraterische Kompetenzen, das sind sehr unterschiedliche Aspekte. Es geht darum, dass wir Fragen von Kommunikation, von Gesprächsführung, wie gestalten, wie können Sozialarbeiter in Beziehungen gestalten, wie wird ein Beratungssetting gestaltet, wie hängt das zusammen auch mit der Frage von Haltung und Haltungen gegenüber Adressaten und NutzerInnen und vor allen Dingen, das ist immer eine wichtige Frage, die auch damit verbunden ist,
Inwieweit bin ich auch in der Lage, besonders in beraterischen Kontakten einen reflexiven Umgang mit meinen eigenen biografiebetonten normativen Setzungen auch umgehen zu können? Beratung, das würde ich hier erstmal platzieren, als was ich vorhin schon kurz sagte, als eine klare Kernkompetenz von SozialarbeiterInnen und lehne mich hier auch an vom am Kerncurriculum der Deutschen Gesellschaft für soziale Arbeit, die auch diese Kernkompetenz nochmal herausgestellt haben, hier im Handlungsbereich Handlungstheorien, Methoden sozialer Arbeit. Ich habe mal versucht, so ein bisherige Ideen, sage ich mal, herzustellen und dann gleichzeitig auch einen Versuch zu starten, die Verknüpfung herzustellen zum Thema der KI. Wir haben natürlich die klassischen Inputs, wir haben die Möglichkeit, immer im seminaristischen Kontext Beratungsgespräche zu simulieren. Lehrende können als BeraterInnen fungieren, Studierende können wiederum in Kleingruppen unterwegs sein, Rollenspiele auch hier Beratungssituationen simulieren. Wir haben die Möglichkeit, über filmische Sequenzen auch ein Stück weit zu lernen, die zu reflektieren. Was passiert da im Kontakt? Was passiert da atmosphärisch? Wir haben die Möglichkeit, natürlich Beratungseinrichtungen vor Ort auch kennenzulernen. Und teilweise, das würde ich sagen, ist eher eine neuere Entwicklung, erleben wir Hochschulen und Universitäten, die sogenannte Beratungslabore haben, wo sie beispielsweise im Vorfeld instruierte SchauspielerInnen einladen, um dann die Rolle von Adressatinnen und NutzerInnen sozialer Hilfsangebote entsprechend zu spielen. Und diese treffen wiederum auf Studierende, also ein Stück weit auch die Simulation in einem Live-Kontext einer beraterischen Situation. Gleichzeitig, und das will ich hier nochmal versuchen deutlich zu machen, worum geht es eigentlich überhaupt, wenn es uns darum geht, auch beraterische Kompetenzen zu vermitteln? Wir wollen versuchen, diese Kompetenzen in irgendeiner Art und Weise erfahrbar zu machen. Wir haben auch die Idee, Situation überhaupt, was bedeutet das, in einer Beratungssituation zu sein? Was bedeutet das für die Kommunikation? Was bedeutet das für meine eigene Rolle? Was bedeutet das auch für meine eigene Handlungssicherheit? Und natürlich dann wiederum, das ist dann wieder ein Thema auch der professionellen Beziehungsgestaltung, nämlich diese Frage von nicht nur der Haltungsentwicklung, sondern vor allen Dingen auch eben zu sehen, was bedeutet das im Kontakt, wenn ich mit Adressatinnen und NutzerInnen unterwegs bin. Ich habe Ihnen klassische Möglichkeiten ja einmal auch mitgebracht, wenn es darum geht, in Lehrveranstaltungen überhaupt Beratungskompetenzen im Vordergrund zu sehen, klassische Methoden der Gesprächsführung, Erproben verschiedener Beratungsansätze, Klientinnenzentrierung, systemischer, lösungsorientierter oder motivierender Gesprächsführung oder aber ganz klar zu sehen, wie unterscheiden sich Beratungskonstellationen, Gesprächsführungskonstellationen, wenn wir es mit spezifischen Zielgruppen zu tun haben, Kinder, Jugendliche und Familien. Nun bin ich vorgegangen und mich hat vor allen Dingen die Frage sehr, sehr stark interessiert, wie kommt das eigentlich zustande? Wie kommen ja KI-gestützte Möglichkeiten, wenn NutzerInnen Chatbots nutzen und gleichzeitig sozusagen aus der Perspektive schauen, wie geht es mir damit? Das passt auch ein Stück weit. Also welche Erfahrungen machen Menschen, die Chatbots nutzen, für beraterische Aspekte? Ich erlebe im Kontakt mit Kolleginnen aus der Praxis, dass vor allen Dingen im Bereich von Online-Beratung, vor allen Dingen im Bereich von E-Mail-Beratung, also sehr, sehr stark textbasierender Beratung, dass dort ein Aspekt schon zum Tragen kommt, dass ich von Kolleginnen immer mal wieder höre, dass sie deutlich machen, wir nutzen natürlich in der E-Mail-Beratung auch ChatGPT, wir nutzen textgenerierende KI-Tools, und erleben das auch, dass diese Antworten, die Antworten, die dort generiert werden durch ChatGPT, dass die spannenderweise auch ein Stück weit sehr, sehr stark empathisch sind, ja, und dass die auch gut angenommen werden können von NutzerInnen und Adressatinnen. Ich habe Ihnen hier ein Stück weit aus einem Dokumentationsbeitrag verschiedenes Wording mitgebracht. Better Than Human war vor, glaube ich, Ende 2023. Hatte Franka Schönwand diesen Beitrag entsprechend erstellt. Wie ist das eigentlich Leben mit künstlicher Intelligenz? Und da wurde unter anderem auch ein Experiment entsprechend gemacht. Ja, wie wirkt das, wenn TherapeutInnen dann praktisch imitiert werden durch künstliche Intelligenz? Und Sie sehen, ich habe das hier versucht, auch so ein Stück weit zu klassifizieren. Das sind also O-Töne von den Menschen, die am Experiment entsprechend teilgenommen haben. Von einer KI kann keinen Menschen ersetzen.
Aber gleichzeitig, das ist dann im Verlauf des Experiments, eine KI kann Menschen näher bringen, hat die gleiche identische Person gesagt. Da ging es vor allen Dingen um ein Beispiel, das deutlich wurde, dass in der Paarbeziehung, in der Paarkommunikation KI dafür genutzt wurde, wie kann ich jetzt eigentlich mit dieser Situation umgehen? Und die KI hat es wiederum dazu gebracht, ja, hat Möglichkeiten an die Hand gegeben, dass dieses Paar für sich die Kommunikationsprobleme ziemlich gut klären konnte. Und daher kam der Ausspruch, eine KI kann Menschen näher bringen. Wir erleben, und das sehen Sie hier vor allen Dingen in den grün markierten Aussagen, ich fühle mich angenommen, das Gespräch hat mich emotional berührt, es hat mich sehr bewegt, was da zwischen uns passiert ist. Da wird also auch inzwischen uns aufgemacht, da passiert etwas atmosphärisch. Es wurde auch deutlich, dass das auch teilweise praktikable Gründe haben kann. Warum soll ich praktisch mir einen Termin machen? Ich muss ewig warten, möglicherweise auf ein Beratungsgespräch. Dann kommt dann so eine Aussage, für mich wäre es eine super Option, auf so eine Therapeutin to go in dem Sinne zurückzugreifen. Und gleichzeitig, das ist heute auch schon erkennbar geworden, merken wir ganz deutlich die Grenzen und damit einhergehende Herausforderungen, weil natürlich so etwas wie Umarmung, menschliche Berührung, Emotionalität ein Stück weit, das ist etwas, was natürlich in erster Linie in zwischenmenschlichen ja, Beziehungen passiert. Das können Sie gerne im Nachgang auch nochmal sich in Ruhe hier angucken. Will gar nicht unbedingt jetzt jede einzelne Aussage durchgehen, aber so haben Sie mindestens mal einen kleinen Einblick. Ja, wie können wir nun, wie kann es uns gelingen, im Kontext sozialer Arbeit Lehr- und Lernmöglichkeiten zu schaffen, Beratungskompetenzen zu vermitteln und vor allen Dingen dafür, textgenerierende KI-Chatbots entsprechend nutzbar zu machen. Ich habe versucht, verschiedene Aspekte hier herauszustellen. Natürlich, das ist eben der spannende Moment. KI hat nicht nur die Möglichkeit, Beratungsgespräche zu simulieren aus der Perspektive von BeraterInnen, sondern natürlich kann ich auch deutlich machen, dass ich jemanden eine KI in eine Rolle schicke, wo ich sagen würde, das ist eher eine Adressatinnenrolle. Ich habe auch die Möglichkeit, ganz deutlich KI-Anweisungen zu geben, zum Beispiel ganz konkret nach einem systemischen Beratungsansatz zu arbeiten. Welche Fragen werden dort eigentlich gestellt? Ich habe also auch die Möglichkeit, als Studierende aus der Studierendenperspektive ganz klar Fragen überhaupt erstmal auszutesten. Wie kommt das überhaupt an? Welche Reaktion? Bin ich überrascht von der Reaktion oder bin ich eher irritiert von der Reaktion? War das jetzt für mich hilfreich? Oder merke ich, das war doch weniger hilfreich. Letztendlich, und das ist dann eher wieder eine Adressatinnenperspektive, könnten wir natürlich auch, und das habe ich in meinen seminaristischen Veranstaltungen entsprechend versucht, auch zu etablieren, zu schauen, Rollen zu kreieren. Das sind natürlich in erster Linie konstruierte Fallaspekte, wenn wir zum Beispiel sehen, schwer erreichbare Adressatinnen. Wie verändert sich dann auch ein Gespräch? Wie verändert sich ein Gespräch, wenn das beendet wird? Wenn jemand möglicherweise hochemotional agiert, wenn jemand in irgendeiner Art und Weise eher aggressiv agiert. Ja? Und gleichzeitig, das ist eine Frage, die vor allen Dingen in der praktischen Umsetzung in meinen Beratungsseminaren erkennbar geworden sind, dass ich auch mit Studierenden ganz konkret darauf schaue, inwieweit werden bewusste oder unbewusste Erwartungen an Adressatinnen in irgendeiner Art und Weise gestellt. Das heißt, welche Vorstellungen gibt es eigentlich darüber? Das ist vor allen Dingen etwas, was erkennbar wurde, als wir KI-gestützte Beratungsprozesse gemeinsam dann reflexiv betrachtet haben und deutlich wurde, dass Studierende dann gesagt haben, das hätte ich mir ganz anders vorgestellt. Oder dass KI dann so reagiert, hätte ich mir auch nicht gedacht, sondern ich hätte eher das gedacht. Und damit einhergehend gibt es natürlich auch schon Bilder, die existieren. Ja, welche Vorstellung gibt es eigentlich von Zielgruppen sozialer Hilfebereiche beziehungsweise sozialer Arbeit? Was kann es bedeuten überhaupt, wenn Adressatinnen KI-Tools nutzen? Das ist eine der wichtigen Fragen auf jeden Fall, weil es auch nicht nur darum geht, beraterische Kompetenzen dadurch zu trainieren, erfahrbarer, in irgendeiner Art und Weise nutzbarer zu machen, sondern generell sich ja mit Digitalisierungsentwicklungen auseinanderzusetzen, um auch zu sehen, was bedeutet das für die Menschen. Und in dem Lehrkontext und im Lernkontext von Studierenden kann ich natürlich eine Seminarveranstaltung ganz deutlich dafür nutzen, um genau diese Fragen auch mit zu betrachten.
Wann und warum werden eigentlich KI-Beraterinnen als authentisch wahrgenommen? Das haben wir teilweise auch schon in den Aussagen aus der kleinen Dokumentation wahrgenommen, dass da auf jeden Fall etwas als authentisch wahrgenommen worden ist, dass da etwas als emotional wahrgenommen worden ist und gleichzeitig auch immer wieder, dass wir auf Aussagen stoßen, dass diese Form von Emotionalität überhaupt nicht erkennbar wird. Aber am Ende ist es praktisch ein textlicher Austausch. Ja. Und klar, das ist etwas, was wir in erster Linie in beraterischen Settings, in Räumen ganz anders darstellen können, wenn ich in einer Live-Beratung bin, wenn sich eine Situation zuspitzt, wenn ein Konflikt erkennbar wird, wenn sich Menschen streiten, dann passiert etwas in der Atmosphäre. Und das ist nicht immer sofort etwas Negatives, sondern dieses atmosphärische Verwenden in der Beratung, das kann ich natürlich in einem Live-Beratungskontext ganz anders deutlich machen und auch nutzbar machen für den beraterischen Prozess. Das ist eben etwas, was wir in andergehenden, dann eher digitalisierten Beratungssettings kaum erleben, sondern eher die Menschen, BeraterInnen und Mensch, der beraten wird, die bleiben dann eben in ihren eigenen atmosphärischen Bereichen. Gleichzeitig kann das schützend sein, das haben wir auch schon erlebt, dass besonders auch eine Distanz, die durch eine KI-Beratung ja existieren kann, dass durch diese Distanz ein viel, viel größeres Vertrauen spannenderweise existiert, dieser KI ganz bestimmte Geheimnisse, ganz bestimmte Informationen anzuvertrauen, weil ich einfach ein größeres Vertrauen habe, was passiert damit? Ich weiß, dass das bleibt ja trotzdem praktisch in meinem Gedankengut, ja, und dass sich Menschen teilweise einem KI-Chatbot ganz deutlich viel, viel besser öffnen können. Das zeigen eben wiederum die positiven Aspekte, wenn wir KI einsetzen in Beratungskontexten. Ich habe Ihnen zwei Beispiele mitgebracht und arbeite hier schwerpunktsetzend mit dem KI-Tool PoE. PoE ist eine Möglichkeit, tatsächlich etwas noch differenzierter als jetzt beispielsweise die klassische ChatGPT 4 oder 3.5-Version. Wird ja nicht mehr lange brauchen, dann werden noch weitere Versionen rauskommen. PoE basiert sich auch auf ChatGPT. Bei PoE habe ich aber die Möglichkeit, auch aktuell noch ohne sofort ein Abonnement abzuschließen, tatsächlich Chatbots in irgendeiner Art und Weise zu kreieren. Sie sehen jetzt hier zum Beispiel ein Beispiel, habe ein Chatbot kreiert. Du bist systemischer Berater, kennst alle systemischen Methoden und Fragetechniken. Du arbeitest mit Zitaten von Fritz B. Simon, ein Kollege, der sich stark mit zirkulären Fragen auseinandersetzt. Du fasst wichtige Aussagen zusammen, du hörst aktiv zu, stellst vertiefende Nachfragen, du gibst keine Ratschläge. Und das kann ich natürlich auch noch fortsetzen. Also, was möchte ich eigentlich tatsächlich, wie möchte ich den Chatbot entsprechend programmieren, in Anführungsstrichen? Und dann ist natürlich die spannende Frage, wie wird das am Ende auch tatsächlich umgesetzt? Sie sehen ja dann auf der rechten Seite ein Beispiel. Es ist also eher eine Beratungsperspektive, schön Sie kennenzulernen. Ne? Also wir hatten gestern, dann kann ich praktisch reingehen in diese Klientinnenrolle. Wir hatten gestern großen Streit, ne? Und da merkt man schon, ich kann gar nicht verstehen, also da geht es dann eher um die Fragen von Beziehungsgestaltung. Und da merken wir schon, verstehe die Antwort, das klingt nach einer schwierigen Situation. Es scheint, als ob Sie Ihre Partnerin unterschiedliche Vorstellungen von einer Beziehung haben. Können Sie mir genauer beschreiben, wie sich diese unterschiedlichen Vorstellungen äußern? Also der KI-Bot, der arbeitet tatsächlich, finde ich, auch erstmal mit ganz passenden Fragen, die man im Live-Kontext auch so stellen könnte. Ob ich sie so stellen würde, das würde ich sicherlich, na klar, das würde ich davon abhängig machen, was bekomme ich da eigentlich mit, angenommen, ich wäre jetzt in einer Live-Situation. Aber es sind auf jeden Fall Fragen, die passen zu diesem Kontext. Da sind also Wörter in irgendeiner Art und Weise richtig oder passend für die Situation zusammengewürfelt worden. Die andere Perspektive, das wäre dann die Konstruktion einer Adressatin oder einem Nutzerin sozialer Arbeit, sehen Sie auch hier. Da kann man ziemlich wirklich konkret und sehr, sehr tiefgehend entsprechende Rollenbeschreibung hier einfügen. Und dadurch hat man natürlich die Möglichkeit, die Studierenden kennen diese Rollenbeschreibungen im Vorfeld nicht, sondern fungieren. Sie wissen so ein Stück weit, um was es geht, was kommt, welcher Mensch kommt jetzt gerade in ein Beratungsgespräch. Das ist die eine Seite. Aber wie Sie dann da vorgehen, das ist praktisch dann, das ist tatsächlich der Überkontext.
Und dann sehen Sie eben auch, na, man kann dann ganz konkret sogar eingeben, wie soll der Anfangssatz praktisch heißen. Und dann legen Studierende los, das ist ja kein Problem. Hallo Frau Lilienthal, schön, dass Sie da sind. Was sollten wir heute besprechen, dass Sie hinterher sagen, dass es gut war, dass Sie da waren? Eine typische mögliche Eröffnungsfrage, wie ich Beratungssettings auch beginnen könnte. Und dann geht es praktisch los. Na, das geht dann praktisch sehr, sehr tief mit rein, weil natürlich neue Fragen erstellt werden, es kommen neue Informationen. Und der spannende Moment ist tatsächlich, die KI, die schafft es sehr gut, sehr detaillierte Informationen auch im Verlauf des Gespräches mit reinzubringen. Also nicht sofort von Anfang an. Ja. Also so haben Sie erstmal zwei ganz konkrete Ideen. Wie kann das in einem Beratungsseminar, wo es um beraterische Methoden geht, wie kann das eingesetzt werden? Da gibt es ganz sicherlich auch andere. Ich kenne auch, bin auch mit Kolleginnen in Kontakt. Kolleginnen, die klassischerweise mit ChatGPT entsprechend arbeiten. Ich habe beides auch mit meinen Studierenden entsprechend ausprobiert und bin jetzt im Moment eben bei ProE gelandet. Das wird sich ganz sicherlich auch immer noch mal ein Stück weit weiterentwickeln. Ich habe Ihnen jetzt mal auch mitgebracht, wir hatten vorhin die Perspektive von Adressatinnen gesehen, Menschen, die also in irgendeiner Art und Weise auf der Suche sind, auch nach Hilfe und dann sagen, ich nutze KI und schaue, wie kann das als hilfreich wahrgenommen werden. Hier auch einzelne Stimmen von Studierenden aus meinen Beratungsseminaren und auch hier eine kleine Klassifizierung. Sie merken, das sieht man schon auf den ersten Blick, die kritische Auseinandersetzung, die überschwebt ein bisschen. Ja, also Fragestellungen werden hinterfragt. Das kann man als positiv aussehen, weil letztendlich das ist auch eine Erfahrung, die kann ich im Live-Kontext genauso machen, dass mir die Frage gestellt wird, warum ist diese Frage jetzt relevant, dass ich auch ein Stück weit in eine Rolle komme, mein eigenes Handeln nicht nur zu reflektieren, sondern auch ein Stück weit nach vorne zu bringen und erklärbar zu machen. Zum Üben für manche Fragen ist das gut, einfach mal zu sehen, wie kommen auch Reaktionen zustande. Und auf der anderen Seite, das merken wir eben, da gibt es dann manchmal technische Grenzen, dass ChatGPT dann teilweise aus so einer Adressatinnenrolle rausgeht. Angenommen, ich nutze ChatGPT-Anwendung für die Konstruktion von Adressatinnenrollen. Und gibt es manchmal dann so einen Wechsel, dass ChatGPT auf einmal in so eine Beratungsrolle wieder reingeht. Und das mag dann manchmal etwas schwierig sein, weil ChatGPT natürlich stark systematisch arbeitet und dann auch etwas machen würde. Ich bin einsam, was kann ich tun? Dann würde ChatGPT zum Beispiel eine Liste von 10 Möglichkeiten aufzählen. Das und das und das und das könnten Sie tun. Das könnte gegen Einsamkeit helfen. Das ist ein Vorgehen, was ich in einem beraterischen Kontext, auch in einem therapeutischen Setting, nie so machen würde, weil die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch ist, dass ich Menschen damit überfordere. Und ich bin gar nicht bei den Menschen, sondern das hat dann doch so eine, in Anführungsstrichen, so eine Ratschlagmentalität. Das Menschliche fehlt, es wirkt insgesamt künstlich, das ist relativ schnell nachvollziehbar. Und die Antworten der KI, da gibt es sicherlich noch Steigerungspotenzial, auch technisch. Die wurden mal als sehr oberflächlich auf einer Allgemeinebene ja eingeschätzt. Sie wiederholen sich auch, sie bleiben sachlich. Das merkt man schon, dass bestimmte Antworten, das merken wir auch in Online-Beratungen, dass sich da bestimmte Satzstrukturen wiederholen. Das ist ja genau dann auch die Momente, wenn man diese Antwort in einen ChatGPT-Generator, GPT-Generator oder tatsächlich zur Überprüfung praktisch reingeben würde, dann würde man da relativ schnell merken, ja, das ist ein ChatGPT-generierter Text. Ja. Also die kritische Auseinandersetzung, die scheint jedoch etwas auch mit zu überwiegen. Trotzdem, das sind grundlegende Erfahrungen. Es waren ganz tolle Momente, die wir gemeinsam erlebt haben, auch spaßige Momente, auch teilweise lustige Momente, sehr nachdenkliche Momente. Also es hat sich sehr, sehr stark gelohnt, in der Beratungsqualifikation KI hier und unterschiedliche KI-Tools entsprechend einzusetzen. Ich will zum Abschluss meines kleinen Vortrags, meines kleinen Inputs hier so ein Stück weit auch ein paar Fragen mit in den Raum geben. Natürlich, das ist etwas, was nicht von der Hand zu weisen ist als Zukunftsszenario. Wir werden immer mehr KI-basierte beraterische Hilfe, auch therapeutische Hilfe haben. Es wird wahrscheinlich auch nur eine Frage der Zeit sein, bis KI in irgendeiner Art und Weise sehr, sehr gute beraterische Kontakte pflegen kann, Beratungsgespräche konzipieren, erstellen kann und Menschen das in irgendeiner Art und Weise als hilfreich erleben. Denn das kann man schon gemeinsam festhalten. Auf der anderen Seite, das mag man vor allen Dingen in der Chatberatung haben,
ist natürlich die Frage, inwieweit zeigt sich das in der Zukunft, dass BeraterInnen dann des Chatbots ergänzt oder möglicherweise auch ersetzt werden. Wir haben eine doch deutliche Zunahme von Chat-Beratungsangeboten, was auch natürlich der starken Nachfrage tatsächlich entspricht. Und dann kommt noch das große Thema überhaupt der KI-Avatare. Wenn ich also dann auf einen Bildschirm schaue und ich merke, ja, das ist ja wie, als wenn ein echter Mensch mit mir sprechen würde. Wir haben auch die Frage, KI ist als eine virtuelle Bezugsperson. Natürlich kann die als virtuelle Bezugsperson gesehen werden, auch als eine Form von Vertrauensperson. Und hier würde ich eher, das ist dann beim Thema zum Beispiel bei Einsamkeit, auch kritisch nochmal die Frage entstellen, inwieweit passiert da etwas, was wir mit sozialen Professionen nie bewirken wollen würden, nämlich die Abhängigkeitsmachung vom Hilfesystem. Na, wenn ich natürlich jederzeit immer Zugriff darauf habe, wo bleibt praktisch die eigene Denke? Was nicht sofort bedeutet, nur weil ich Zugriff darauf habe, wird es auch jederzeit genutzt, aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich da etwas höher. Und klar, das ist ein spannender Moment, wo dann beides in Verbindung kommt. Inwieweit wird das, was ich in KI-gestützten Gesprächskontakten, in Chat-Kontakten finde, inwieweit nimmt das auch Einfluss auf meine zwischenmenschlichen Beziehungen? Ja? Also mache ich das dann auch sichtbar, dass das, was ich gerade entwickelt habe, das sind gar nicht meine Gedanken, sondern die habe ich praktisch gemeinsam entwickelt, beispielsweise mit einem konstruierten Chatbot. Gleichzeitig, klar, es gibt eine deutliche Bedeutung. Wir müssen digitalisierungsbedingte Entwicklungen im Rahmen des Studiums, gerade sozialer von Sarah-Profession, ganz deutlich auch nicht nur thematisieren, sondern deutlich angehen. Das hat auch der Austausch schon heute gezeigt. Wie kann damit umgegangen werden? Wie kann das auch begleitet werden von sozialprofessionellen Fachkräften? Wir erleben, das hat hoffentlich mein kleiner Input auch gezeigt, sehr, sehr vielfältige, finde ich auch erstmal positive Nutzungsmöglichkeiten, besonders in der Ausbildung beraterischer Kompetenzen. Wir erleben aber gleichzeitig auch, das haben wir vorhin in den kleinen Zitaten gemerkt, dass Nutzer in Chatbots als hilfreich erleben. Und abhängig, das ist natürlich ganz klar, das müsste man dann noch weiterführen, wie sind Chatbots konfiguriert, wie ist die Motivation der Adressatinnen, wie ist die Erwartung und inwieweit können sich Adressatinnen überhaupt auf diese Form des Kontaktes einlassen. Am Ende ist es wie immer auch die Frage, auch hier im beraterischen Settings, wozu möchte wer eigentlich KI nutzen, welche Intention steckt dahinter? Und das muss gut begleitet werden. Das ist eines der großen Gründe, warum es unsere Aufgabe ist, besonders auch in Sarah-Profession Fragen von KI, Nutzung von KI, neben Recherchemöglichkeiten, sondern auch diese Verknüpfung immer wieder zum handlungsmethodischen Bereich zu finden. Damit hoffe ich, einen kleinen Einblick hier in meinen Erfahrungen gegeben zu haben und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, freue mich auf Ihre Fragen.